Ihre Frau ist Julia Reik. Ihr Mann ist der Führer der kommunistischen Untergrundbewegung in Budapest. Wir sind im letzten Winter des Zweiten Weltkrieges. Die russische Armee ist im Anmarsch, aber die Nazis sind noch Herren der Stadt. Ich bin der Autor, das heißt, ich spreche im Namen des Autors. Die Geschichte, die ich gerne erzählen möchte, beginnt in diesem Augenblick des Jahres 1944 und endet 12 Jahre später mit dem Ausbruch der Ungarischen Revolution. Ich habe mir einiges aufgeschrieben, was ich Ihnen gerne sagen wollte. Ja, zunächst die Szenerie. Das hier ist Budapest. Wir haben keine vollständigen Dekorationen aufgebaut. Das scheint mir auch nicht so sehr wesentlich zu sein. Eine Wand, ein paar Möbel werden genügen, um sich ein Schlafzimmer, eine Gefängniszelle vorzustellen. Außerdem wird es für Ihre Fantasie ein leichtes sein, Raum und Zeit zu vervollständigen. So, bitte. Der Mann, der hier im Dunkeln sitzt, ist also Laszlo Reik. Er wurde als Student schon Mitglied der Kommunistischen Partei. Er kämpfte in Spanien, er hat seine Frau in der Partei kennengelernt. Wann die beiden geheiratet haben, wissen wir nicht. Später, 1948, wenn die Partei die Macht im Staate übernehmen wird, dann erhält er das Innenministerium, also das Schlüsselministerium in jedem totalitären Staate. Dann später übernimmt er das Außenministerium und bald danach dann wird er angeklagt als Feind des Arbeiterstaates, verhaftet und, Sie werden es ja sehen, da der Mann, der so vorsichtig durch den Vorhang aus dem Fenster späht, ist sein Stellvertreter in der kommunistischen Untergrundbewegung. Sein Name ist Janosz Kada. Er wird später einmal Ministerpräsident in Ungarn. Die beiden Männer warten auf Julia. Und während sie warten, könnte ich noch einiges über das Stück zu ihnen sagen. Ja, also man könnte sagen, in diesem Drama gibt es 10 Millionen Mitspieler. Tote, Lebende, Vermisste. Es ist ein Dokument und doch wiederum auch nur die Geschichte zwischen drei Menschen. Eben zwischen Laszlo Reik, seiner Frau Julia und Janosz Kada. Wichtig scheint mir zu sein, keine wesentliche Aktion des Stückes wurde vom Autor erfunden. Für die Szenen, deren Zeuge sie sein werden, gibt es eben Zeugen und sehr viele Zeugen aus der Wirklichkeit, manchmal Dutzende von Zeugen aus der Wirklichkeit. Ja, um gleich mit einer kleinen Einschränkung zu beginnen, die erste Szene, die wir jetzt spielen werden, hat vielleicht nie stattgefunden, nicht in der Form, wie wir sie spielen. Auch das ist belanglos. Wir kennen ja die Beziehungen der drei Menschen zueinander und aus dieser Kenntnis heraus war es eben sehr leicht, eine Szene zu rekonstruieren, wie sie absolut möglich gewesen wäre. Ja, und dann vor allem, wir wissen ja genau, was unmittelbar nachher passierte. Los mit Lazzi. Julia. Wo ist sie? Das wissen wir nicht. Sie sollte um 7 zurückkommen, wenn die Tram überfüllt ist. 7? Was hatte sie bei sich? Wir wissen nicht, was sie bei sich hatte. Nach unseren Informationen ist die Nazi-Front zusammengebrochen und die Sowjetpanzerspitzen nur mehr 60 Kilometer entfernt. Was? Nein, du weißt, Viktor, wir haben das schon öfter gehört. Aber diesmal wurden wir zu einem dringenden Treffen in Buda aufgefordert. Wir hielten es für ratsam, mich selbst zu gehen und schickten Julia. Vielleicht hat sie die ersten Befehle zur Aufnahme einer Verbindung mit der Roten Armee, weil sie... Musst du auch in Janosch? Hör zu, ich mache den Vorschlag nicht zu meinem Vergnügen, aber
Ihr dürft nicht hier bleiben. Ich war auf dem Weg zu Gabor Peter. Geht ihr zu ihm. Er wird euch verstecken. Ich warte auf Julia. Warum du? Ja, wenn die Polizei hierher kommt, dem Komitee wird es lieber sein, wenn ich verhaftet werde und nicht ihr. Ich gratuliere, ich hefte Orden an deine Brust, aber warum sollte die Polizei hierher kommen? Rate. Und was meinst du, ist Julia vielleicht so unerfahren, sie hierher zu führen? Die Polizei war schon hinter ihr her, als sie noch ein Kind war. Ich meinte nicht unerfahren. Was dann? So blöd? Ich meinte, wenn sie verhaftet wird. Ja, sie wird nichts sagen. Jeder sagt etwas, machen wir uns doch nichts vor. Sie wird nichts sagen. Wir ehren sie, sie ist eine Frau, wir wissen das. Also, dass sie und nicht du, Viktor oder Janosch da draußen ist und vermisst wird, das beeinflusst mein Urteil in keiner Weise. Meine Besorgnis ist genau die gleiche, wie wenn du oder... Aber ich doch, Lars, schau, zieh doch wenigstens die Möglichkeit in Betracht. Sie ist nur eine Frau. Ja, lass dir was sagen über diese Frau. Julia wurde vor einem Jahr verhaftet. Sie wussten nicht, wer sie war, schon gar nicht, dass sie meine Frau ist. Aber sie hatten sie im Gestapo-Hauptquartier. Unten im Keller, Andraschi-Straße 60. 6 Wochen lang. Sie war in den Händen von Jula Sabo. Die meiste Zeit ließ er sie nackt an ihren Füßen von der Decke herunterhängen. Kopf nach unten. Aber sie verriet weder ihren, noch meinen Namen, auch nicht Jadosch Kadars Namen, auch nicht den Namen eines einzigen Mitglieds des Komitees. Hast du das gewusst? Das war noch ehe du Mitglied des Komitees wurdest. Wir sind hier noch mindestens 6 Wochen sicher. Auch wenn sie Julia verhaften. Entschuldige, Genosse. Verzeih bitte. Also geh jetzt zu Gabor Peter. Schau nicht auf die Uhr, Janosch. Die Zeit vergeht nicht schneller, wenn man auf die Uhr schaut. Schau nicht auf die Straße hinaus. Ich muss hinausschauen. Also dreh das Licht an. Ich werde versuchen, es nicht wieder zu tun. Du beunruhigst mich, Janosch. Wir lieben dich. Du bist ehrlich, tapfer. Du bist fähig und treu, aber ich weiß nicht, Janosch, du lässt dich manchmal gehen. Ich tue, was ich kann. Du trinkst, du fluchst, du rauchst, du verschwendest dich in Mitgefühlen. Du hast überhaupt keine Disziplin. Ich denke an Julia. So vergiss Julia. Wenn mir etwas geschieht und du alles übernehmen müsstest, könntest du es. Könntest du dir sagen, ich, der private Janosch Kadar, ich zähle nicht. Ich bin nur ein Teilchen von etwas, das größer ist als ich. Ich bin nur eine Zelle im Körper der Menschheit. Ich bin kein Ungar, ich bin weder Mann noch Frau, Ich kenne keine Wünsche und keine Sympathien außerhalb der Notwendigkeiten der Partei. Ich gehorche, ich befehle. Nichts weiter. Kennst du das? Wirst du das verstehen? Janosch. Wie du das sagst, muss es ein sehr einsames Leben sein. Weich nicht aus. Ich weiß nicht recht. Ich würde immer das tun, was du tun würdest. Mehr kann ich nicht sagen. Das genügt nicht. Oh, verdammt nochmal, ich denke an Julia. Also hör auf zu fluchen. Das ist auch nur eine Ausflucht. Julia hat für dich nur ein Problem zu bedeuten, nämlich haben wir einen Kontakt gewonnen oder verloren. Verstehst du? Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es, aber... Also lass den Vorhang zu, hör auf, dich gehen zu lassen. Unten ist jemand auf der Straße. Kleine. Du gehst nach Jasperin, heute Nacht. Meine Tasche. Was ist passiert? Ich habe eine Wegskizze. Was ist passiert? Warum kommst du so spät? Da ist eine Eisenbahnlinie, halte dich immer östlich davon. Am Dienstag wird eine Sowjetpanzerdivision mit aller Kraft angreifen. Hier der Pfeil. Montagnacht hältst du dich versteckt in einer Scheune, Dienstagnacht ist alles vorbei. Du bist hinter der russischen Linie und meldest dich beim politischen Offizier. Man erwartet dich. Sie werden dich zum Genossen Gerre führen. Erne Gerre? Ja, ich kannte ihn in Spanien, ein Kommissar. War während des ganzen Krieges in Moskau. Gerre hat die Pläne und die Befehlsgewalt. Du und er. Und Genosse Rakoschi. Falls er rechtzeitig aus Moskau kommt, werdet eine neue Arbeiterpartei gründen. Für ein freies Ungarn. Endlich. Ja,
Ja, Rakoschija, ein großer, 16 Jahre in Horthy-Gefängnissen, aber Gerö, der war seit 20 Jahren nicht in Ungarn. Also die erste Instruktion, die wir bekommen, schon ist dir etwas nicht recht. Was ist passiert? Du hast so lange gebraucht. Die Polizei. Ich kenne Polizisten, seit ich ganz klein war. Horthy-Polizisten, Hitler-Polizisten. Aber keine Polizisten wie heute Nacht. Ich denke, es geht um dich, Lazzi. Sie sind hinter dir her. Warum denn hinter Lazzi? Hältst du die Nazis für blöd, Janosz? Jetzt, wo die Rote Armee so nah ist? Sicher wissen sie, dass Lazzi versuchen wird, eine Verbindung mit dir herzustellen. Es wird dir nicht gelingen, die Stadt zu verlassen. Sie hätten mich mindestens ein Dutzend Mal fangen können, aber sie ließen mich laufen. Sie wollten, dass ich sie zu dir führe. Schicke Janosz. Julia, die Instruktion verlangt mich. Du selbst hast sie mir überbracht. Hast du die Skizze im Kopf? Ich nehme an, Janosz, du weißt alles, was ich weiß. Ich werde es mit dir versuchen, weil ich muss. Danke. Ich dachte, du wirst es nicht tun. Oh mein Gott, Lazzi. Julia, du weißt, dass ich diesen bürgerlichen Unsinn ablehne. Ich habe nicht mehr gesagt, dass Janosz mir folgen wird, bis ich aus der Stadt bin. Wenn sie mich abfangen, dann geht er für mich. Na ja, es wäre eigentlich. Na ja, und da wirst du Holzkopf schließlich alles tun, was ich täte. Augenblick. Lazzi, zweifelt an mir. Zweifle du nicht auch noch an mir, bitte. Tu ich ja nicht. Setz dich zu mir. Sag mir, du glaubst doch nicht wirklich, dass sie dir bis hierher gefolgt sind. Ich fürchte mich. Ich werde vorausgehen, dann Lazzi, dann du. Wenn er meinen Schrei hört. Also? Lazzi. Lazzi. Werden wir ein Kind haben? Na wirklich, Julia, gehört das in die Öffentlichkeit? Oh, Janosz ist nicht die Öffentlichkeit. Ich werde dich vielleicht nicht wiedersehen, bis alles vorüber ist. Schenke mir den Gedanken an das Kind. Ein Versprechen, Lazzi, an das ich mich halten kann, bis alles vorüber ist. Seit ich alt genug war für ein Kind, gab es nichts aus Polizisten. Sag mir nur das eine, dass wir ein Kind haben werden. Wenn alle Polizisten fort sind. Wir werden ein Kind haben. Andraschi-Straße 60 war ein Wohnblock, bis dort die Horthy-Polizei ihr Hauptquartier einrichtete. Das war zwischen den Kriegen. Als dann die Gestapo die Geschäfte übernahm, war sie klug genug, den Ungarn die unangenehmsten Posten zu belassen. Und so kam es, dass Hauptmann Gyula Szabo, ein Ungar, nun eben wieder einer der führenden Männer war, der im Keller des Gebäudes, wo die Verurteilten verhört wurden, kommandierte. Sie erinnern sich nicht an mich, was? Nein. Hauptmann Szabo, ich erinnere mich an Sie. Wenn wir nur gewusst hätten, dass Sie seine Frau sind, als Sie das erste Mal hier waren. Es kam einfach niemand auf die Idee. Sie wissen, was ich meine. Mein Name ist Maria Kovac und ich bin unverheiratet. Nicht, dass wir dumm wären, Frau Reik. Aber die ganze Idee war zu gut, um wahr zu sein, und so kamen wir nicht drauf. Sie sehen, ich befürchte, Sie könnten uns für dumm halten. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. So. Also, wenn wir eine Frau und seinen Mann gleichzeitig hier unten haben, dann wird's wirklich interessant.
Dann ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Verstehen Sie? Mein Name ist Maria Kovac und ich bin unverheiratet. Aber er hat es uns doch schon gesagt. Stehlen Sie nicht meine Zeit. Sie scheinen nicht zu begreifen, dass Ihr Mann nicht ganz so hart ist wie Sie. Ich gebe zu, nach dem, was wir mit Ihnen hier unten erlebt haben, waren wir über ihn etwas erstaunt. Ich bin unverheiratet. Es ist enttäuschend, wie sich die öffentlichen Helden hier unten benehmen. Und es tut mir leid, Frau Roig, Ihnen sagen zu müssen, dass Ihr Mann keine Ausnahme ist. Ich bin nicht Frau Roig. Steh auf, Kommunistensau. Los, jetzt kommst du in die Reihe. Dein Mann will zuschauen. Ich weiß gar nicht warum. Der Geschmack mancher Männer macht mich krank. Es gelang Janosch Kader, durch die russischen Linien zu kommen. Er wurde in das Hauptquartier der Partei gebracht, in ein Schloss in Ostungarn, wo ihn Erne Gerö zunächst mal erst einige Stunden warten ließ. Wo ist Roig? Ich bin Gerö. Genosse Gerö! Ist es wahr, dass Roig verhaftet wurde? Ja, in letzter Minute, auch seine Frau. Ich bin sein Stellvertreter, Janosch Kader. Deine Legitimationen sind in Moskau überprüft worden. Es tut mir leid, dass mir persönlich nicht bekannt ist, was dich befähigt, Roig zu ersetzen. Beschreib deine Befähigung. Ja, was soll ich da sagen? Roig hat mich ausgesucht. Schön, Genosse, aber die Aufgaben des Friedens sind andere als die des Krieges. Genosse Rákosi und ich sind beauftragt, eine ungarische Arbeiterpartei zu gründen. Wir haben Roig erwartet. Du siehst wie ein ziemlich guter Straßenkämpfer aus, aber... Roig hat mich bestimmt, an seiner Stelle hierher zu kommen, wenn ihm etwas passiert. Wir kämpften nebeneinander. Er vertraute mir... Schön, Genosse, lass dir erklären, dass mein Beruf die kommunistische Partei ist und nicht Ungarn. Kannst du mir etwas sagen, was für die Partei von Nutzen ist? Ich bin kein Funktionär. Ich war ein Arbeiter. Das ist alles. Die Arbeiter vertrauen mir. Rákosi, du bist ein Arbeiter, warum hast du das nicht gleich gesagt? Genosse Rákosi, darf ich dir Janosch Kader vorstellen? Genosse Rákosi, ich bringe Grüße dir, der du den Stiefel der Unterdrücker gespürt hast, der du 16 Jahre in der Nacht der Gefängnisse des Ungeheuers Horthy verbracht hast. Nicht, Genosse, schließlich haben sie mich gegen einen Haufen alter Fahnen ausgetauscht und ich fuhr nach Moskau. Roig, Stellvertreter? Genosse Kader ist ein Arbeiter. Nein, wirklich? Ich bin entzückt. Was für ein Arbeiter? Ich war Schlosser. Hast du gehört, Göre? Ein Schlosser. Ein wirklicher Schlosser. Das wirft mich um. Natürlich funktionierten deine Schlösser nie, was? Ich war ein guter Schlosser. Also, ich bin entzückt. Wirklich. Ein ehrlicher Arbeiter, Genosse. Ich bringe dir die Grüße von der kommunistischen Partei. Hast du viele Freunde unter den ungarischen Arbeitern? Große Anhängerschaft? Ja. Das ist ein Schatz, Göre. Ein wirklicher Schatz. Übrigens, was mit Roig? Sie haben ihn geschnappt. Schade. Ja, ich muss zurück an meinen Tisch nachsehen, ob die Schlösser alle gut funktionieren. Lieber Genosse, bewirte unseren ungeschliffenen Solitär mit dem Besten, das wir haben. Darf ich fragen, Genosse, was das für ein Gerede ist? Charmant. Ich kenne mich in gescheiter Konversation nicht aus. Von wo ich herkomme, da fragt man einen Mann, auf welcher Seite er steht, nichts weiter. Und ohne Kleider im Keller in der Andraschi-Straße sehen alle ziemlich gleich aus. Oder man fragt einen Mann, was für eine Welt er will, die alte oder... die neue Welt, oder ob er mit Dynamit umgehen kann, ob er gehorchen kann, ob er sterben kann. Manchmal fragt man ihn auch nach seinem Glauben. Ich weiß nicht, welche Gespräche in Moskau geführt werden. Ich hatte nie Gelegenheit in Moskau. Sehr wirksam. Ausgenommen die Anspielung auf Moskau. Genosse, du siehst aus wie ein spanischer Mörder und hast etwas von einem amerikanischen Politiker an dir, der auf Wählerstimmen aus ist. Ich bin beeindruckt. Ich werde versuchen, dir eine ehrliche Antwort zu geben. Ich nehme an, dass von 5 Arbeitern in Ungarn einer mit uns sympathisiert. Unsere Gespräche in Moskau lassen es nun ratsam erscheinen, aus Ungarn in 3 bis 5 Jahren auf irgendeine Weise einen verlässlichen totalitären Arbeiterstaat zu machen.
oder Gott sei uns gnädig. Wenn du dir das genau überlegst, Genosse Arbeiter, dann wirst du sehen, dass unser Entzücken, dich hier zu treffen, mit diesen Gesprächen in Moskau in einem direkten Zusammenhang steht. Großartiger Mann, sind hier Geschichte und Menschen, vielleicht ein bisschen zynisch. Also, du hast Probleme, Genosse, schön. Füll dir zuerst einmal deinen Bauch, verschaff dir ein paar ordentliche Anzüge, dann wirst du dich gleich anders fühlen. Oh, tut mir leid. Danke. Ich bin die Kurzen gewöhnt. Hör aufmerksam zu, Genosse. Du stinkst. Ja, unsere Warmwasserleitung war in letzter Zeit nicht sehr verlässlich. Interessant, aber dein besonderer Geruch. Du riechst nach der bürgerlichen Gleichmacherei, die Genosse Stalin schon vor 10 Jahren verdammt hat. Es muss in deinen Kopf hinein, dass der Krieg vorbei ist. Und dieser Krieg ist sicher nicht der erste, der eine Bande von chauvinistischen Kriegsveteranen hinterlässt. Mit besonderem Handschlag, eigenen geheimen Altären, heiligen Mythen und überheblichen Erinnerungen. Sprichst du jetzt von der Widerstandsbewegung? Ich spreche von deiner Bande Budapester Straßenkämpfer. Du, wenn wir nicht an die Revolution geglaubt hätten, wie hätten wir denn überleben können? Wir sprachen von der Partei. Ich kann nicht sehen, was die Revolution damit zu tun hat. Wem schuldete Roig Disziplin? Der Revolution oder der Partei? Der Partei, natürlich. Natürlich. Dann lass dir raten, wenn wir zusammenarbeiten sollen, halte deine Nase rein und lass dich in nichts ein. Wie lautet deine Antwort? Ich versuche mir vorzustellen, was Roig antworten würde. Wenn ich dich nicht brauchte, würde ich mir über dich keine Sorgen machen. Ich habe keine persönlichen Wünsche und Sympathien außerhalb der Notwendigkeiten der Partei. Ich werde alles tun, was in meiner Kraft steht, um dir zu helfen. Das ist schon besser. Was du wirklich brauchst, ist ein kleiner Ausflug nach Moskau. Schmeck ein bisschen Zivilisation, geh ins Ballett, triff ein paar wichtige Leute, den Schneider inbegriffen. Ich gebe dir ein Flugzeug. Es fehlt dir wirklich nichts, was nicht mit ein bisschen Perspektive und einigen Litern Toilettwasser kuriert werden könnte. Na? Wir glauben, dass Skada nach Moskau flog, obwohl es dafür keinen rechten Beweis gibt. Aber wir wissen, was mit den Reichs geschah. Und sie sollten mit anderen politischen Gefangenen aus einem ungarischen Gefängnis in ein deutsches Konzentrationslager überstellt werden, so nannte man das wohl damals. Zu der Zeit war die Macht der Nazis aber schon so zusammengebrochen, dass es keine rechten Transportmöglichkeiten mehr gab. Die Gefangenen mussten zu Fuß gehen. Der Marsch dauerte 3 Wochen. Mein Lieber, Lotzi. Julia, geh nicht neben mir. Sie wissen nicht, dass du meine Frau bist. Du hast es nicht eingestanden? Nein, du? Nicht, Julia. Das macht es schon aus. Du weißt, wo wir hinkommen? Nein. In die Gaskammern. Nach Wilson. Ich liebe dich. In 3 Wochen schleppten sie sich durch das Ende des Winters. Dann war sie plötzlich frei. Der Krieg war aus. Jemand las ein Gedicht vor einem Monument. Ja, so sind sie, die Menschen in diesem Land. Das Erste, was sie tun, sie lesen ein Gedicht vor einem Denkmal. Lobet den Schatten der Helden. Preiset die Erde. Preiset das Meer. Lobet Gott. Lobet die Freiheit.
Preiset Ungarn! Feste im Hotel Duna, Feste auf den Straßen, Feste fast in allen Wohnungen. Slivovitz-Flaschen kamen von den Dachböden herunter und guter, roter Wein die Donau herauf. Und Erne Gerry gab dem neuen Zentralkomitee eine Party. Da floss der Champagner. Genosse Arbeiter. Und jetzt, Genossen, und jetzt, Laszlo Rajk. Genossen! Lassi! Interpretationen, besonders die des Charakters von Janosch Kada, mögen zu Widerspruch anregen. Diskussionen Anlass geben. Gewiss, es bleibt ja immer eine Frage, warum Menschen wohl so handelten, wie sie gehandelt haben. Aber uns muss es ja leider genügen, zu wissen, dass sie eben so gehandelt haben. Also die Rajks nahmen sich eine kleine Wohnung in der Dürerstraße. Anfang 1949, 4 Jahre später, hatte die kommunistische Partei schließlich jede Opposition in Ungarn unterdrückt. Rákosi und Gerry kontrollierten Regierung und Partei und Rajk das Innenministerium. Die neue Geheimpolizei, die Állam Védelmi Osztály, die AWO, kommandierte Gábor Péter, Rajks alter Mitarbeiter in der Untergrundbewegung. Die Partei war nun schon ungefähr 6 Monate an der Macht. Julia sah ihrer Niederkunft entgegen. Wo ist Rajk? Er wartet. Lassen Sie ihn kommen. Bitte. Wer hat die Beschlagnahme angeordnet? Hallo, Lotzi, welche Beschlagnahme? Die Beschlagnahme der Villa. Ich fand die Verständigung auf meinem Schreibtisch. Genosse Andrasch sagt, du hast die angeordnet? Mein Gott, ich kann mich nicht erinnern. Möglich, ja, stimmt, ja. Ja, du kennst meine Einstellung. Du weißt, dass meine Weigerung, eine Villa anzunehmen, keine persönliche Marotte ist. Für mich ist das eine Parteisache. Bei dir wird alles zur Parteisache.
Lazi, du bist verheiratet. Julia ist eine wunderbare Frau. Willst du sie in eine Dreizimmerwohnung sperren? Meine Frau ist glücklich. Und auch noch in eine Dreizimmerwohnung. Schwiegermutter, drei Personen in dieser grässlichen Wohnung und bald werdet ihr vier sein. Willst du, dass dein Sohn auf der Straße aufwächst? Sobald kein ungarisches Kind mehr auf der Straße aufwachsen muss, werde ich mir die Frage überlegen. Das Zentralkomitee ist beunruhigt. Seit wann interessiert sich das Zentralkomitee für die Umstände, in denen jemand lebt? Gar für meine. Seit heute Morgen. Aber was das Zentralkomitee stört, ist die Tatsache, dass eines seiner Mitglieder im Gegensatz zu allen übrigen so auffällig anders lebt. Aus Opportunismus, wie einige sagen, das scheint nicht in Ordnung. Ach, wirklich? Es gibt zu abfälliger Kritik Anlass. Kritik an wen? Aber noch etwas anderes stört das Komitee, nämlich, dass ein Mitglied der Regierung sich so offensichtlich um seine persönliche Popularität bei der unteren Parteimitgliedschaft bemüht. Es ist dem Genossen nicht aufgefallen, dass jede Bemühung meinerseits, mich in Ungarn populär zu machen, gänzlich überflüssig wäre? Ich bin es längst. Es ist den Genossen aufgefallen. Schade nur, dass du das wie eine Drohung aussprichst. Lazi, alle diese privaten Ängste und Eifersucht, ich verstehe davon nichts. Der ganze Kampf um persönliche Anerkennung hat etwas Schmutziges. Ist natürlich nicht mein Problem, ich bin nur ein Parteisekretär. Ach. Nur ein Parteisekretär, erzähl das jemand anderem. Schön, sagen wir, Popularitätsprobleme, die ich haben mag, wirken sich woanders aus als in einer Provinzstadt mit dem Namen Budapest. Das klingt snobistisch, nicht wahr? Verzeih. Was hat man sonst noch in dieser Versammlung über dich gesagt? Oh, es ging hauptsächlich um die Villa und ich kann es dem Genossen Rakuschi nicht einmal übel nehmen, dass er beunruhigt ist, da ist er das Staatsoberhaupt eines Landes und doch buchstäblich ein Fremder in seinem Heimatland. Und er muss sich mit einem lokalen Nationalhelden melden. Messen einen seiner eigenen Minister, der darauf besteht, in einer Dreizimmerwohnung zu leben. Nun soll er auch in eine Dreizimmerwohnung ziehen. Es wäre ihm lieber, du würdest aus deiner ausziehen. Lazi, du machst die Wohnungsfrage zu einer Parteisache. Und jetzt nimmst du sie so persönlich. Wenn ein Mann sich als Verteidiger der Revolution einsam zu fühlen beginnt, dann kann er nicht alles. Das sind harte Worte. Ich bin froh, dass du sie nicht in der Sitzung sagen konntest. Wer war alles da? Oh, fast alle Mitglieder des Zentralkomitees. Wer von meinen Leuten? Komisch, mir fällt keiner ein. Warum? Warum waren sie nicht da? Keine Ahnung, vielleicht ein Versehen mit den Einladungen oder reiner Zufall. Und du nimmst die Dinge so persönlich, deine Leute. War Janosch Kadar dabei? Ich glaube, ja, ich kann. Ja, er war da. Warum? Ja. Hat er gesprochen? Nicht zu diesem Punkt. Was ist los? Na, ich will zu Janosch. Ich will mit ihm sprechen. Lauf doch nicht weg, er kommt her. Ich glaube, er will dich auch sprechen. Ach, das kann ich mir denken. Also, die Wieler, was für eine Aufregung wegen ein paar Mauern. Hör zu. Ich habe gelebt und gekämpft und alle Gefahren auf mich genommen, in dem einfachen Glauben an die Ziele, über die wir uns ja alle einig sind. Wenn ich diesen Glauben heute aufgeben müsste, dann wäre ich morgen ein anderer Mensch. Ein wertloserer Mensch. Ich werde weiterleben wie bisher. Du bringst mich in Verlegenheit, nachdem das Zentralkomitee beschlossen hat. Aber sie haben diesen Beschluss in meiner Abwesenheit gefasst. Oh, eine Majorität war anwesend. Lazi, sei kein Narr. Da ist ein schönes, großes Grundstück, ein kleiner See. Ach, wenn wir schon dabei sind, es gefällt dem Komitee auch nicht, dass du auf einem Fahrrad herumfährst. Du wirst von nun an einen Chauffeur und einen Wagen haben. Aber das Ganze ist ein Trick, um mich öffentlich bloßzustellen. Wie kannst du so etwas sagen? Vielleicht wirst du dich ein wenig unbehaglich fühlen. So ich verlange, Zeit. Von dem gesamten Komitee gehört zu werden. Sei vernünftig. Du wirst mit verrückten Drohungen kommen, harte, unsinnige Dinge sagen, die du später bereust. Schließlich brauchst du ja die wieder. Du brauchst Räumlichkeiten, damit du Gesellschaften geben kannst. Wieso? Was für Gesellschaften hätte ich zu geben? Die Würde der Volksrepublik ist völlig zureichend vertreten durch einen Innenminister mit einer Dreizimmerwohnung. Wäre ich der Außenminister, ein Lakai, der drittrangige Botschafter empfängt und Reden hält, die in Moskau verfasst werden, dann würde ich das alles brauchen, wovon du sprichst, dann wäre ich einverstanden. Aber ich bin nicht der Außenminister. Aber du bist es. Hat dir denn das niemand gesagt? Mein Gott, was für ein Fehler, man hat es dir nicht gesagt. Wer ist verantwortlich? Seit wann bin ich Außenminister? Seit heute Morgen? Dieses ganze Gerede um die Villa, und du weißt es nicht, da bist du ja haarscharf auf die Sekunde. Du hast gesagt, er kommt erst heute Nacht zurück. Nichts als Konfusionen. Lazi, Lazi, er kam hierher, um gegen die Villa zu protestieren. Er wusste nichts von dem Ministerwechsel. Ich bin entsetzt. Wer übernimmt mein Ministerium? Janosch. Ach du liebe Zeit, ich bin schon wieder verspätet. Ich muss zu Rakuschi. Du wirst Lazi alles erklären. Nicht wahr, Genosse?
Du lügender, betrügender, doppelgesichtiger Opportunist, du bürokratischer Zuhälter. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Genau das will er. Wann hat Curry es dir gesagt? Er bestand darauf, dass ich pünktlich zur Stelle bin. Er bestand sogar darauf, die Uhren zu vergleichen. Ich wunderte mich noch, weshalb. Wann hat es dir gesagt, jetzt in dieser Minute? Er dachte, ich wüsste es längst. Ach, wie kannst du denn so naiv sein? Er hat es dir erst jetzt gesagt, damit du auf mich losgehst, statt auf ihn. Es liegt doch in seinem Interesse, uns beide zu entzweien, und zwar für immer. Also los, bitte! Kann es dir doch nicht übel nehmen! Man kann das Unvermeidliche offenbar auch arrangieren. Alles so hübsch aus. Man muss ihn wirklich bewundern. Warst du in der Sitzung? Ja, ich war da. Und hast nicht für mich gesprochen? Nein, ich habe nicht für dich gesprochen. Und du hast mein Ministerium übernommen? Ja, ich habe dein Ministerium übernommen. Ich glaube, gehe ich nach Hause. Zu Julia. Sie wird mich zwar nicht so früh erwarten, aber wenn etwas zu sagen wäre, Janosch, dann würde ich es jetzt sagen. Sag, dass du froh bist, dass ich das Innere habe und nicht Farkasch. Ja, warum sollte ich zwischen euch beiden einen Unterschied machen? Du ziehst dich an wie sie, du führst dasselbe Leben, fährst mit ihnen nach Moskau ans Schwarze Meer. Du trinkst ihren Schnaps, nimmst an ihren Festen teil, also nehme ich an, auch an ihren Komplotten. Warum sollte ich glauben, dass du anders bist als sie? Bist du anders? Ich weiß es nicht. Aber sie glauben es. Ach so, weil du noch ein Neuling bist. Weil du noch nicht so lange zu der Bande gehörst, wagst du nicht mehr den Mund aufzutun. Nein, sondern weil ich einmal dein Freund war. Das hätte ihnen so gepasst, Lazi. Wenn ich auch nur ein einziges Wort für dich gesprochen hätte, dann wäre Farkasch Innenminister gewesen. Und ich muss gestehen, ich bin nicht unglücklich über eine Position, von der aus ich später einmal für dich sprechen kann. Was heißt das? Drücke dich klar aus. Du weißt, unsere Regierung sitzt noch nicht fest. Es wundert mich nicht, dass sie konterrevolutionäre Tendenzen befürchten. In mir? In mir, Janosch? Es hängt davon ab, wie man es sieht. Du wirst nicht zurücktreten, nicht wahr? Sie sind nicht die Einzigen, die immer Parteileute waren. Ich bin auch ein Mann der Partei. Ich habe Dinge überlebt, die ich nur überleben konnte, weil es eine Partei gab, für die es sich zu leben lohnte. Ich habe in ihrem Namen Verbrechen begangen, freudig begangen. Ich bin kein bürgerlicher Heiliger. Ich habe anständige Ungarn verfolgt, sie angeschwärzt, aus dem öffentlichen Leben verbannt oder ins Exil geschickt. Und ich war glücklich dabei, denn alle Werte gelten nur in Bezug auf den Erfolg der Partei. Ich glaube an die Partei, wer immer sie führt, was immer sie zu sein scheint, während einiger kurzer Jahre oder in irgendwelchen vergessenen Gegenden. Trotz dir, trotz mir, trotz irgendwem. Die Partei bleibt nicht nur die wahrste, sondern überhaupt die einzige Hoffnung der Menschheit. Ich werde nicht zurücktreten. Ich werde in einer Villa wohnen und einen Wagen fahren und tun, was man mir befiehlt. Ich sagte, dass du es so nehmen wirst. Danke. Ich danke dir, dass du so viel für mich riskiert hast. Du glaubst du vielleicht, du bist der Einzige, der an die Partei glaubt? Wie denkst du, überlebe ich alles? Und wer hat es mich denn gelehrt? Wer hat denn an meiner Fähigkeit gezweifelt, die Partei über alle meine persönlichen Wünsche und Sympathien zu stellen? Mein Gott, Lazi! Naja, ich kann manchmal ziemlich dumm reden. Ja. Ich werde früher nach Hause gehen, solange ich noch ein Zuhause habe. Ja, so etwas. Meine Hände sind nass. Du kommst wie gerufen. Kannst du mir bitte das Sieb reichen? Mhm. Es geht mir gut, solange ich mich nicht bücke. Wie war dein Tag? Ach. Der Doktor sagt mehr Spinat. Wo in aller Welt glaubt er, soll ich Spinat hernehmen? Ich war schon überall.
Ich hoffe, er hat gemeint, mehr Steckrüben. Lazi, die Preise sind irrsinnig. Warst du in letzter Zeit auf einem Markt? Natürlich nicht. Was tust du um diese Zeit zu Hause? Ich kam ins Nachdenken über dich. Ich glaube, das ist das Rührendste, was mir je gesagt wurde. War dir wieder schlecht? Ja, ein wenig. Ich bin heute eine halbe Stunde auf der Margaretenbrücke gestanden mit meiner Einkaufstasche. Hab in die Donau hinuntergeschaut und dachte darüber nach, wie alles in Erfüllung gegangen ist. Das ist da schon ein bisschen Übelkeit. Was? Ist alles in Erfüllung gegangen? Ach, ich weiß nicht. Das Baby, die Regierung. In meinem Kopf geht alles durcheinander. Schön ist es, endlich einmal nichts anderes zu sein als eine Frau. Es muss diese dumme Schwangerschaft sein. Mir ist so weinerlich. Wir nehmen die Villa. Was heißt das, wir nehmen die Villa? Naja, ich habe mich entschlossen. Wir brauchen einfach mehr Platz. Du musst eine Pflegerin haben. Wer muss eine Pflegerin haben? Also bitte streite nicht mit mir. Wir können unser Kind schließlich nicht auf der Straße aufwachsen lassen. Was hast du gegen die Straße? Also gut, ich habe einfach meine Einstellung und meine Entscheidung geändert. Du hast mir dein Ehrenwort gegeben. Also hör auf, Julia. Was bedeutet schon ein Ehrenwort zwischen Mann und Frau? Julia, Kleine. Wir haben kein leichtes Leben gehabt. Überleg doch mal, da ist ein kleiner See, der Sommer kommt, wir können schwimmen in dem kleinen See, ganz für uns und das Baby. Ja, während wir an die Kinder hier in den Straßen denken. Nicht einmal gefragt hast du mich. Tja, ich musste mich entscheiden. Um Gottes Willen, komm. Komm, setz dich. Was ist geschehen? Hab dir ja gesagt, ich musste mich entscheiden. Behandle mich nicht wie ein Schulmädchen. Was war los im Ministerium? Es ist nicht mehr mein Ministerium. Es handelt sich um einen notwendigen Beschluss der Partei. Kein anderer war zum Außenminister qualifiziert. Sie haben dich zum Außenminister gemacht? Ja, eine plötzliche Wendung. Also, bitte, ich möchte nicht, dass du dich aufregst. Julia. Gewisse plötzliche Entwicklungen in der außenpolitischen Situation... machten es Not. Ich weiß, wozu das Außenministerium da ist. Wer ist Innenminister? Janosch. Also was immer du von dem, was ich sage, glaubst oder nicht glaubst, bitte glaube weiter an Janosch. Es bedeutet eine gewisse Veränderung unserer Verhältnisse, unserer häuslichen. Ich meine, wir werden uns daran gewöhnen. Es ist vielleicht sogar zum Guten. Na ja, das wollte ich eben auch sagen. Ich möchte... dass du mir alles sagst. Ich glaube, es wäre leichter für mich. Julia, es ist wirklich nichts mehr zu sagen. Ich muss die Kartoffeln schälen. Bleib. Ach, Julia, es ist ja gar nicht so schlimm. Kind sollte einen Taufpaten haben. Was ist denn das für ein reaktionärer Unsinn? Ich denke nicht an eine religiöse Zeremonie. Wir könnten mit irgendjemandem eine Flasche Wein trinken, das ist alles. Also ich bin dagegen, entschieden dagegen. Wie kann dir nur, also ausgerechnet dir sowas einfallen? Wen wolltest du denn als Taufpaten haben? Janosch natürlich. Aber ich habe ihn schon so lange nicht gesehen und nachdem, was heute geschehen ist, als du vorhin sagtest, ich soll an ihn glauben, hast du es ernst gemeint? Ja. Würde er einverstanden sein? Ja, warum nicht? Danke. Ich werde mit ihm sprechen, wenn es soweit ist. Möchtest du mit mir einen Spaziergang machen? Auf der Straße. Solange sie noch unsere Straße ist. Ich bin die glücklichste aller Frauen. Also die Reichs sind in die Villa gezogen.
Julia hat einen Jungen zur Welt gebracht. Sie gaben ihm den Namen Laszlo. Es war ein Abend, so um den 10. Mai 49 herum, als Kada hinaus in die Villa kam. Er fragte einen Hausangestellten. Wo ist Genosse Roig? Er wird gleich hier sein, mein Herr. Werden Sie Gläser brauchen? Ja, drei. Ah, Haufpate. Hast du dir die Eingangshalle angesehen? Die einzige Verwendung, die ich mir dafür denken kann, Militärparaden vielleicht. Das ist aber doch sehr eindrucksvoll. Oh, ich werde es aufmachen, danke schön. Gläser habe ich schon bestellt. Bei wem? Deinem Diener. Hoffentlich kommst du nicht ins Haus, um die Dienerschaft zu ermutigen. Wir haben die größte Mühe, sie uns vom Leibe zu halten. Wir werden noch bewaffnet rumlaufen müssen. Ist das alles, mein Herr? Ja, das ist alles. Gott sei Dank, er schläft. Es wäre schrecklich, wenn er jetzt Krawall machen würde in dem feierlichen Moment. Wo ist Lazzi? Öffnet die Flasche. Du siehst gut aus, Janosz. Ich habe dich in Ewigkeit nicht gesehen, nur die riesigen Plakate. Du bringst mich in Verlegenheit. Setz dich, bitte. Nimm doch Platz. Ich habe mich sehr gefreut, dass Lazzi mir sagte, dass du einverstanden bist. Es war eine große Ehre für mich. Es war ein... Julia, alles, was ich in diesen Tagen tue, tue ich, weil es notwendig ist. Es ist eine große Freude für mich, einmal etwas zu tun, nur weil ich es tun will. Sag mir schnell, bevor er zurückkommt, wie steht es mit Lazzi? Ich könnte sagen, gut, willst du das hören? Die Wahrheit ist mir lieber. Dann werde ich dir die Wahrheit sagen, ich weiß es nicht. Ich danke dir. Sei vorsichtig vor den Hausangestellten. Danke. Nun, Janosz, nehme an, du hast alles, was nötig und angebracht ist, über das Baby gesagt. Ich wollte es nicht beleidigen. Werde ihn beschreiben, wenn er nicht zuhört. Wie abscheulich. Nein, wie unnötig. Das einzige Wesen, das noch unnötiger ist als sein Vater, ist ein Taufpate. Sagen wir was Besonderes? Ja, natürlich, Janosz. Also, Janosz Kada, willst du dieses schmutzige Paket, Lazzi, dieses lärmende, unmögliche, unhygienische Geschöpf als dein geliebtes Patenkind annehmen? Es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Nein, ich mag das nicht, Lazzi. Sag etwas Nettes. Also gut. Willst du, Genosse, mein alter Genosse, willst du dich mit uns in einem Vorsatz vereinen, diesem Bündel Unschuld zu helfen, sein Mannesalter unbefleckt im Geiste zu erreichen? Ungebeugt? Oder sagen wir, willst du, Taufpate, dich mit uns in dem ehernen Vorhaben vereinen, die Welt, die dieses Kind formen wird, in eine Welt der Gerechtigkeit und Menschenwürde umzuwandeln? Die alle kleinen Geschöpfe, die ihre Bürger sein werden, würdig ist. Willst du das versprechen? Hältst du unsere Hände in deinen Händen? Ich halte eure Hände in meinen Händen. Es war viel besser, Lazzi, Liebling. Es war wunderschön. Findest du nicht, dass es schön war? Ja. Muss ich ihn ins Bett bringen. Gute Nacht, Julia. Wir haben dich gern, Janosz. Dank dir. Viktor Babitsch wurde heute verhaftet.
Wie lautet die Anklage? Verschwörung mit Tito. Das ist doch idiotisch. Tito ist zwar ein Verräter der Arbeiterklasse. Er hat Jugoslawien, eine ganze Nation, den westlichen Imperialisten ausgeliefert. Viktor Babic würde doch ebenso wenig an solch einer Verschwörung teilnehmen wie du oder ich. Gerry würde sagen, was hat das denn damit zu tun? Ich meine, wir kennen doch Viktor. Er war ein Mitglied unseres Komitees. Das kommt der Sache schon näher. Wieso, ist das denn ernst? Wer hat ihn verhaftet? Die AWO. Gabor Peter höchstpersönlich. Ja, dann kann es nicht so schlimm sein. Gabor kennt Viktor. Auch Gabor war ein Mitglied unseres Komitees. Vielleicht ist er gerade deshalb so begeistert. Er will eben reinen Tisch machen. Janosch, ich hasse Zynismus. Na gut, du kannst es dir leisten. Du bist ein Großer, aber wundere dich nicht, wenn du von weiteren Verhaftungen hörst. Wieso? Du kannst doch unmöglich an dich selbst denken. Ja. Ja, auch ich war ein Mitglied des Komitees. Wer kennt sich aus? Will brav sein, meine Verabredungen einhalten. Ich danke dir für die Patenschaft. Und sage Julia von alledem so wenig wie möglich. Die AWO, die neue Geheimpolizei, hatte sich erst gar nicht die Mühe gemacht, ein neues Quartier zu suchen. Sie arbeitete einfach in dem alten Gestapo weiter. Am 31. Mai gingen Gerö und Kada von Kadas Innenministerium zu Gerös Hauptquartier der Partei. Es regnete. Am gleichen Tag hatte Julia Fieber bekommen und den Arzt gerufen. Und am gleichen Tag wurde ihr Mann von Gabor Peter, dem einstigen Mitkämpfer, verhaftet. Gabor Peter, wo kommst du denn her? Du hast uns warten lassen. Breik wurde in die bekannten Keller gebracht. Seine Frau wurde erst ein paar Tage später verhaftet. Das Kind wurde ihr genommen. Sie war damals schon ziemlich krank. Kann ich etwas für Sie tun, Frau Reik? Wo ist mein Baby? Wo ist mein Baby? Ich weiß es nicht, Frau Reik. Einen Besetzungsfehler gemacht und vielleicht zwei Rollen von demselben Schauspieler spielen lassen. Nein, nein, es ist so, Major Dula Sabo, erstens zum Major avanciert, der erst bei der Horthy-Polizei war, kommandierte ja dann die Gestapo der Nazis und kommandiert nun auch wieder die Geheimpolizei der kommunistischen Partei. Du kannst ja nicht den ganzen Tag schlafen, Genosse. Keine Bevorzugung, nur weil du ein wichtiger Mann bist. Los, komm, steh auf! 12 Stunden Schlaf sind für jeden genug. Das war ja nicht mal eine Stunde. Eine Stunde steht mir zu. Woher weißt du, wie lang es war? Da ist doch kein Fenster. 2 Fälle beschäftigen uns dieses Jahr. Der Kardinal und Laszlo Roig. Warum kannst du nicht beweisen, dass die zwei zusammengearbeitet haben? Wer würde das glauben? Genosse Arbeiter, was ist das für eine Argumentation? Was sagt Gerö? Gerö sagt, wir versuchen, die Opposition zu spalten, statt zusammenzuführen. Der Mann denkt an alles. Warum die Verzögerung? Los, komm, steh auf. Oberst Farkas wartet auf dich. Der Sohn des Verteidigungsministers persönlich. Er wartet auf dich. Alle warten auf dich. Ist das aber nass hier drinnen? Deswegen trage ich ihm einen Regenmantel. Du hast recht gehabt, Erne. Die Sache mit dem Kardinal wird nicht klappen.
Es ist höchste Zeit, dass etwas klappt. 6 Wochen sind vorbei. Kommandiert den jungen Farkas aus dem Keller ab, er ist keine Hilfe. Was willst du machen, wenn sein Vater Minister ist? Das liegt außerhalb meiner Kompetenz. Das ist Gabor Peters Sache, seine Polizei liefert das Beweismaterial. Ich habe mit Peter gesprochen. Geht es uns um ein Geständnis oder um einen Kraftakt? Ihr lasst Reik von dem jungen Farkas, der nur zu seinem Vergnügen im Keller arbeitet, die Eingeweide aus dem Leib heraustreten. Was soll denn das bei einem Mann wie Laszlo Reik nützen? Bjelkin kommt. Es würde mich nicht freuen, wenn du General Bjelkin meinst. General Bjelkin vom Zentralbüro des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes wird etwa in 1,5 Stunden in Budapest landen. Wozu? Um festzustellen, Genosse Genie, wessen Kopf hier am lockersten sitzt. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Weil ich es nicht früher wusste. Das könnte gelogen sein. Ja, das ist bei mir immer möglich. Nimm Platz, Genosse Peter. Beteilig dich an unseren vergnüglichen Geschäften. Bjelkin kommt. Jesus Maria. Was will der Kerl hier? Ich nehme an, er kommt, weil es ihm Genosse Beria befohlen hat. Und Beria will, was ihm Genosse Stalin befohlen hat. Ja, was wollen die nur? Reich ist erst seit 6 Wochen in meinen Händen. Wir wollen ein Geständnis. Und was hat Bjelkin damit zu tun? Hör zu, Genosse. Ohne ein Geständnis von Reuk können wir seinen Leuten keinen Prozess machen. Wenn wir seinen Leuten keinen Prozess machen können, dann können wir auch nicht zeigen, wie es allen Genossen ergehen wird. Gleichgültig, wo sie sind, wenn sie auf nationalistische Ideen kommen. Wenn wir das nicht können, gerät der Kreml in Schwierigkeiten. Nicht bloß mit Tito und Jugoslawien, das ist verloren. Dann wird es Schwierigkeiten von Polen bis China geben. Dann soll mich niemand mehr fragen, was General Bjelkin hier will. Reuk hatte nie nationalistische Tendenzen und Ideen. Janosch, erklär mir einmal genau. Was hat das damit zu tun? Ich habe eine Neuigkeit. Bjelkin kommt. Was glaubt ihr, was der will? Ach, frag nicht, Farkas. Hier steht's am besten, wenn du ahnungslos bist. Putz deine Knöpfe. Jemand muss zum Flugplatz. Ich schlage vor, ich gehe, weil ich doch um eine Polizeisache handle, ne? Wenn der versucht, mich auszuschließen. Ich habe meine Anordnung getroffen, sobald ich von Bjelkins Kommen hörte. Ich verstehe nicht, was das Verteidigungsministerium... Wir werden ihn alle empfangen. Was für eine Wahl habt ihr, Genossen? Nur die eine, eure Alibis mündlich oder schriftlich darzubringen. Haben wir irgendetwas Neues? Wir haben den Chauffeur. Kann die Neuigkeit kaum erwarten. Der ist in Ordnung. Monarchist und hasst Reuk. Er wird alles beschweren. Was? Er wird bezeugen, dass er seinen eigenen Wagen genommen hat, dass er selbst Reuk an die jugoslawische Grenze gebracht hat, dass er mit eigenen Augen gesehen hat, wie Reuk die Tito-Agenten getroffen hat und dass er die Agenten identifizieren kann. Er hat im Wagen gewartet, während Reuk und die Tito-Agenten 6 Stunden lang miteinander verhandelt haben. Und dann hat er persönlich Reuk wieder nach Budapest zurückgebracht. Das ist ja großartig. Hast du die Aussage Janosch geschickt? Das einzig Dumme ist, das Schwein kann nicht fahren. Dann gebt ihm Fahrstunden! Ich frage, was spielt das für eine Rolle, ob der Mann fahren kann oder nicht? Schickt die Aussage an das Innenministerium. Ich hoffe, Genosse, du wirst zugeben, und darin ist sich Peter mit mir einig, dass es nicht einfach ist, Beweismaterial für einen Hochverratsprozess gegen den besten Kommunisten zu fabrizieren, den es jemals gegeben hat. Ja, natürlich, natürlich, aber gerade deshalb ist das Geständnis so wichtig. Ich möchte klarstellen, dass das Verteidigungsministerium jede Verantwortung ablehnt, jede. Ich möchte feststellen, ehe Bjelkin eintrifft, dass das eine teuflische Situation ist. 2 von Röcks Freunden in der Regierung. Der eine bereitet den Fall vor und der andere sammelt das Beweismaterial. Willst du mir vorwerfen, dass ich die Affäre Röck auf die leichte Schulter nehme? Ich oder? Sage nur, ich lasse sogar deinen Sohn im Keller. Gut, aber Bjelkin wird sich wundern. Habe ich jemals Röck in Schutz genommen? Woher soll ich das wissen? Ich flehe dich an. Matthias, ich flehe dich an. Jedes Mal, wenn ich im Keller dabei war, in der Andraschi-Straße, wo sie Reich bearbeitet haben, da warst du doch am Telefon, auf deiner persönlichen Leitung zum Keller und hast zugehört. Habe ich ihn geschont? Sitze in meinem Büro, manchmal lese ich Zeitungen, so genau passe ich nicht auf. Matthias, noch heute früh hast du am Telefon gehorcht und gesagt, wir sollen aufhören, er könnte sterben. Und ich sagte, nein, das wird er nicht. Darauf hast du gesagt, also gut, noch 5 Minuten, stimmt das? Habe ich das gesagt? Kann mich nicht erinnern. Sei vernünftig. Du musst damit rechnen, dass Reuk niemals gesteht. Für diesen Fall muss irgendjemand gemästet werden. Ich werde es nicht sein. Ich bin nicht der Einzige, der Reuk gekannt hat. Lad es nicht mir auf, Peter. Ich bin nicht die Polizei, ich sammle kein Beweismaterial. Aber Genosse Arbeiter, du wirst doch nicht leugnen, dass du die Reuks gekannt hast.
Er hat mir gesagt, nehmt doch den rothaarigen Sadisten weg von Reuke. Ist noch schlimmer als sein Alter. Was? Was ich über dich denke, Farkas, das habe ich dir ins Gesicht gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass ihr auf diese Weise niemals ein Geständnis erreichen werdet. Na, wir schon, Treib. So lächerlich. Das ist kein Spaß, Janosch. Du, was ich denke, das ist doch kein Geheimnis. Ich habe es dir doch selber hier vorhin gesagt. Ich habe es vergessen. Genosse Gerö. Was geht denn hier vor? Wer hat mir vorgeschlagen, ich soll seine Frau über den Fluss bringen? Aber du warst einverstanden. Ich habe nur gesagt, dass ich die Heugs besser kenne als du. Ja, ich gebe zu, dass du ihnen immer näher gestanden bist als ich. Das war Janosch. Bist du den Heugs näher gestanden? Genosse, ich habe zu Peter gesagt, er soll die Frau in ein anderes Gefängnis bringen. Ich habe gesagt, bring sie in die Föhuza. Lass diese Mann-Frau-Torturen aus dem Spiel. Die Nazis haben sie probiert, sie haben alles versucht und es hat ihnen nichts genützt. Und es ist auch genauso sinnlos für uns. Sie stärken sich gegenseitig, habe ich gesagt. Nimm sie doch heraus. Wie gefällt euch das? Er liebt sie. Du Sau, du Schweinehund, du Drecksau, du! Hör auf! Schwein! Ruhe! Was hat Genosse Peter gesagt? Er war einverstanden. Das ist nicht wahr. Natürlich warst du einverstanden. Warum hast du sie sonst weggebracht? Um dir einen Gefallen zu tun. Köstlich. Sehr gut, Peter. Genossen, glaubt hier jemand wirklich, dass ich jemals die Reuks in Schutz genommen habe? Aber Genosse, geschenkter Gaul, du erwartest doch nicht, dass wir dir ins Maul schauen, oder? Also ein paar Lügen von Gabor Peter. Und weil ich mich mit den Reuks einmal gut gestanden habe vor 5 Jahren, vor 5 langen Jahren. Na los, dann denunziert mich doch! Na los, dann denunziert mich doch! Der Taufpate. Bitte, bitte mit Ernes Einverständnis. Erne kann sich nicht erinnern. Ja, aber wäre ich denn jemals in ihr Haus gegangen, das voll von deinen Leuten war, wenn ich nicht vorher mit Gary gesprochen hätte? Sag das Märchen. Aber er hat mir doch gesagt, ich soll es tun. Er hat es mir doch selber gesagt, Genosse Gary. Siehst du? Ich habe ihm gesagt, er soll gehen. Ich hielt es für eine gute Idee und glaube es übrigens noch immer. Du unzuverlässiger, doppelzüngiger Sack voll Betrug! Warum hast du das jetzt gesagt? Ich glaube, den Interessen der Partei wäre mehr mit der Erforschung von Mitteln gedient, die den Prozess Reuk weiterbringen, als mit Entschuldigungen dafür, warum der Prozess noch nicht weitergedient ist. Wir werden alle traurig sein, wenn keiner von uns den General vom Flugplatz abholt. Bleib hier. Ich bin dir sehr verpflichtet. Das bist du richtig. Würdest du etwas dagegen haben, selber mit Reuk zu sprechen? Vielleicht hört er auf den Taufpaten seines Kindes. Ich hätte etwas dagegen. Da stellst du dich auf einen falschen Standpunkt. Es ist im Interesse der Partei. Andererseits wärst du als der Mann, der ihm das Geständnis abgerungen hat, in einer sehr starken Position. Er ist unschuldig, Genosse. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Es scheint mir, du hast die äußerst seltene Gelegenheit, der Partei und dir selbst nützen zu können. Außerdem hast du keine andere Wahl. Komm. Geh mit mir, Janosch. Proletaria alla Länder, tra la 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 la.
Ihr habt nichts zu verlieren als euer Tralala. La 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 la. Sie stehen ja schon wieder auf meinem Tisch, Frau Reuk. Wieder aus dem Fenster sehen, Frau Kovac. Man wird mir den Tisch wegnehmen, wenn Sie draufstehen, Frau Reuk. Das ist mein Tisch. Gleich. Nur eine Minute. Sie sind eine Neue. Sie sollten sich benehmen wie eine Neue. Ich bin viel länger im Gefängnis als Sie. Ich habe ältere Rechte. Ich bin seit 1937 eingesperrt. Das sind 12 Jahre. Ich bin ins Gefängnis gekommen, weil ich eine Kommunistin war. Zur Zeit des Spanischen Bürgerkrieges. Sie wissen, wie lange das her ist. Der Spanische Bürgerkrieg. Man hat mich vergessen. Und so bin ich noch immer im Gefängnis. Wahrscheinlich ist es kein Wunder. So viele heißen Kovac. Wahrscheinlich ist es kein Wunder. Aber jedenfalls habe ich 12-jährige Rechte, Frau Reuk. Und ich weiß alles über Tische. Ich weiß, wie wichtig das ist, im Gefängnis einen Tisch zu haben. Und wenn man mir den Tisch wegnimmt, Frau Reuk, wenn man mir den Tisch wegnimmt, das kann ich Ihnen nie verzeihen. Dank. Vielen Dank, Frau Reuk. Vielen Dank. Proletarier aller Länder, tra la 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 la, ihr habt nichts zu verlieren als euer tra la 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 la. Wir müssen Sie bitten, uns vorläufig zu glauben, dass es für die folgende Szene 10 lebende Zeugen gibt. Ich komme zu dir im Auftrag des Genossen Rakoschi. Geh raus! Nazi, wir alle wissen, dass du unschuldig bist. Hier wurde ich, habe ich nicht eingeladen! Geh, du Ungeheuer! Hör mich doch an, Nazi. Jedes einzelne Mitglied des Zentralkomitees weiß, dass du unschuldig bist. Julia, geht es besser. Es geht dir viel besser. Wo haben Sie sie hingebracht? In die Föruza. Wo ist das Kind? Es geht ihm gut, es ist gesund, es ist in einem Heim, einer Art Waisenanstalt. Es gibt jetzt so viele Kinder mit Eltern im Gefängnis. Hast du es gesehen? Nein, aber ich habe Berichte. Nur, dass sie ihm einen anderen Namen gegeben haben. Warum? Warum haben sie ihm einen anderen Namen gegeben? Sein Name ist Lazo Reich. Wie lange werden sie noch von Julia fernhalten? Wie lange muss Julia noch im Gefängnis bleiben? Ich weiß es nicht, Lazi. Ich habe dir einen Vorschlag zu machen. Willst du einem alten Genossen zuhören? Willst du hören? Leg ein Geständnis ab, stelle dich dem Gericht. Man wird dich für schuldig finden. Du bist zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung wird bekannt gegeben, aber nicht vollzogen werden. Du wirst auf die Krim geschickt. Julia kommt frei und sie bekommt auch das Kind zurück. Und auf der Krim, da trifft ihr euch alle wieder. Und du bekommst einen Posten irgendwo in der Sowjetunion. Und mit einem anderen Namen kannst du ein neues Leben anfangen. Wie soll ich das glauben? Glaubst du es? Ich gebe dir mein Wort. Weiß Julia davon? Aber kein Mensch darf es wissen. Ich stelle mich dem Gericht. Ich,
werde verurteilt. Es wird verlautbart, dass ich hingerichtet wurde. Was sollte Sie davon abhalten, mich zu hängen, wenn niemand etwas davon weiß? Wer sollte Sie daran hindern? Weil ich es weiß. Erinnerst du dich, Lazzi, dass ich dir mal gesagt habe, dass mir eine Position recht wäre, von der aus ich später einmal für dich sprechen könnte? Warum behandle ich dich so schlecht? Verzeih mir. Hier unten verliert man das Gleichgewicht. Man sieht nur noch Schatten. Ich tue, was ich kann. Janosch, wie kann ich zugeben, dass ich gegen die Partei gearbeitet habe? Weil es notwendig ist. Lass mich gestehen, dass ich gegen Gerü, gegen Rakus konspiriert habe, aber gegen die Partei. Ist doch ganz unwichtig, ob deine Bekannten das glauben oder nicht glauben. Das Ganze ist für Leute, die dich überhaupt nicht kennen. Ja, ich verstehe. Ich bin ein Symbol für etwas, das zerstört werden muss, damit die Partei gesund bleibt. Das kann ich akzeptieren, wenn es wirklich für die Gesundheit der Partei ist. Lazzi, ich kenne mich in solchen Dingen nicht recht aus. Janosch, ich liege hier im Dreck mit dem Gesicht auf Steinen. Ich breche Blut unter den Händen der Schläger. Ich werde vor den Vernehmern ohnmächtig. Ich würde ja zustimmen. Ohne Hoffnung für mich oder für Julia und das Kind. Ich würde mich blind entscheiden, wenn ich nur wüsste. Was wollen Sie zermalmen? Weißt du es? Sagen Sie die Wahrheit, haben Sie aus mir ein Symbol der Gegenrevolution gemacht, die niedergeschlagen werden muss, dann bin ich einverstanden. Oder wollen Sie uns stürzen, weil wir glaubten? Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass Sie es tun, weil wir glauben. Janosch, ich stecke in einer Falle. In einer Falle. Du antwortest genauso, wie ich es immer von dir verlangte. Du gehorchst, ohne zu fragen. Du bist ein guter Mann der Partei. Du zweifelst nicht mehr an mir? Wenn ich jemals an dir gezweifelt habe, dann an deiner Disziplin. Daran, dass du genau das tun würdest, was du jetzt tust. Du zweifelst doch nicht an dem Vorschlag. Julia und du wieder zusammen. Sind diese intellektuellen Fragen so wichtig? Ja, mir ja. Warum? Das würdest du nicht verstehen. Du hast dich als Mann der Partei bewährt, ich habe als Mann der Partei versagt. Also ist das nicht die Antwort, warum du gestehen sollst. Es ist Dankbarkeit, Lazzi. Die Dankbarkeit der Partei. Die Anerkennung deiner langen Geschichte als ein guter Kommunist. Deshalb machen wir dir doch diesen Vorschlag. Dankbarkeit auch für Julia. Sprich weiter. Wir alle wissen doch, dass du unschuldig bist. Aber wir alle wissen auch, dass du versagt hast. Du hast zwei Arten von Wahrheit verwechselt, wie Gerö sagt. Die bestehende und die notwendige. Das würde dir doch früher nie passiert sein, nicht wahr? Ich frage dich jetzt einmal als einen alten Genossen, der alles nur dir verdankt. Was hättest du früher zu solchen privaten Äußerungen gesagt? Lazzi, du hättest sie abgelehnt, du hättest sie verdammt, als arrogant, als Luxus, als parteifeindlich. Stimmt das? Ja, ich hätte sie verdammt. Ja. Gerö, Rakoschi und alle übrigen, die mögen dir unsympathisch sein, aber ich, Lazzi, ich sitze mit ihnen zusammen und Lazzi, das ist schwierig, aber sie gehorchen ihren Befehlen, Lazzi. Sie sind bessere Kommunisten als du. Glaubst du mir das? Schau, schon allein die Tatsache, dass du es mir glaubst. Würdest du es glauben, wenn Gerö es dir sagte oder Rakoschi? Genau das Gleiche. Nein. Du hörst mich nur an, weil ich dein Freund bin und Julias und der Taufpate deines Kindes. Deshalb hörst du mir zu. Siehst du, wie weit du deinen persönlichen Sympathien und Urteilen sogar schon erlaubst, deine Bereitschaft zu beeinflussen, die Wahrheit anzunehmen. Verstehst du, was ich meine, Lazzi? Ja. Ich verachte mich für das, was ich dir jetzt sagen muss. Dir, einem Mann, der mein Freund ist, der mein Idol war. Von dem ich weiß, dass er nie einen Atemzug getan hat, der nicht im Interesse der Revolution und der unterdrückten Massen war. Dir das zu sagen, Lazzi, was ich dir jetzt sagen muss, das schnürt mir die Kehle zu.
sag es. Es ist kein Platz in der kommunistischen Partei für einen Mann wie dich, Lazi. Ich rechne es dir hoch an, dass du es mir gesagt hast. Aber du kannst doch deine Schuld wieder gut machen. Leg doch ein Geständnis ab. Bring doch das eine Opfer, das die Partei auf der ganzen Welt zusammenhalten wird. Ich glaube, Gabor Peter ist noch oben. Nein. Lasst mir noch ein paar Tage Zeit. Nein, bitte nicht, Lazi. Solche Angebote, du weißt, manchmal sind sie von kurzer Dauer. Und ich weiß doch selber nicht, in welcher Situation ich mich in ein paar Tagen befinden werde. Ja, ich verstehe. Wirst du es Julia sagen? Ich kann das nicht, Lazi. Wann? Wann wirst du es Julia sagen? Außer mir, Görö Rakoschi und vielleicht General Bielkin vom MVD weiß niemand etwas. Bei General Bielkin bin ich mir nicht einmal sicher. Was wäre, wenn mitten im Prozess herauskäme, dass mit dir eine Vereinbarung getroffen würde? Julia wird es aushalten müssen, ohne etwas zu wissen. Bis nach der Verhandlung? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Wahrscheinlich bis nach der Hinrichtung. Ich meine, bis nach Bekanntgabe der Hinrichtung. Wahrscheinlich, bis ihr euch auf der Krim wieder seht. Was? Mein Gott, die Arme. Sie erfährt doch alles, wenn es vorbei ist. Ja, und was soll mit dem Kind geschehen? Vielleicht bekommt Julia es früher zurück. Ich weiß es nicht, Lazi, oder sie reisen getrennt. Ich weiß es doch nicht. Janosch, die Uhr geht deswegen nicht schneller. Ich möchte doch nur wissen, ob Gabor Peter noch... Was du wissen möchtest, Janosch, ist Folgendes. Wo fängt der Betrug an und wo hört die Wahrheit auf? Weißt du es? Weiß es irgendjemand? Wir stecken in einer Falle. Selbst unsere Gedanken sind hinter den Gittern gefangen, die wir selbst aufgerichtet haben. Und wir werden es nie wissen. Wir werden sterben. Ohne es zu wissen. Hilf mir auch. Peter könnte auch herunterkommen. Nein. Janosch, könntest du es vielleicht privat vorher Julia wissen lassen? Ich tue, was ich kann! Was glauben Sie denn, wen Sie heute aufhängen werden? Sie richten den Galgen auf, Frau Reuk. Jetzt treiben Sie die Keile am Fuß des Schafts ein. Mein Gott, ich möchte mich so gern auf den Tisch stellen, aber ich traue mich nicht. Komisch. Genosse Kisch, der Aufseher, hat mir gesagt, bis nach dem Prozess wird nicht mehr gehängt. Ich hatte mich beklagt, weil das Gefängnis so überfüllt ist. Irgendjemand ist immer dran. Janosch.
Frau Reuk, das kann doch nicht Ihr Mann sein. Du glauben Sie mir doch, das kann nicht Ihr Mann sein. Frau Reuk, der Prozess hat doch noch gar nicht stattgefunden, bitte. Sie werden es erfahren, wenn der Prozess beginnt, ganz bestimmt. Sie werden es erfahren, man wird es im Radio übertragen. Sie werden einen Lautsprecher im Hof aufstellen. Das haben Sie beim Kardinal auch so gemacht, damit jeder zuhören konnte. So, so ist es besser, so ist es besser. Ja, sehen Sie, der Kardinal, das war doch ein imperialistisches Schwein, die Arbeiter und Bauern an die Deutschen zu verraten. Ich glaube nicht, dass Ihr Mann so etwas getan haben könnte. Bestimmt nicht. Der hat uns nur an ein paar Jugoslawen verraten. Das ist eine Lüge. Also, Frau Reuk, Sie werden sehen, dass Ihr Mann gesteht. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Sie werden die Stimme Ihres Mannes wieder hören, wenn er gesteht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Aber Frau Reuk, ich versuche doch nur freundlich zu Ihnen zu sein. Das ist eine Lüge! Hilfe! Lüge! Eine Lüge! Eine Lüge! Der Prozess gegen Laszlo Reik fand am 16. September 1949 statt. Julia hörte seine Stimme wieder und auch sein Todesurteil. Es wird allgemein angenommen, dass Julia die Hinrichtung ihres Mannes von ihrer Gefängniszelle aus mit angesehen hat. Aber das stimmt nicht. Die beiden waren in zwei verschiedenen Gefängnissen untergebracht. Das wusste Julia damals nicht. Sie musste die Geräusche von 59 Hinrichtungen mit anhören und glaubte bei jeder, der Verurteilte sei ihr Mann. Dabei war ja ihr Mann schon im Oktober gehängt worden. Aber auch das wusste sie nicht. Das ist soweit alles. Kader selbst wurde ungefähr ein Jahr später wegen parteifeindlicher Tätigkeit verhaftet. Er wurde von dem jungen Farkas gefoltert und eine seiner Hände wurde für immer verkrüppelt. Julia war noch immer im Gefängnis. Irgendwo. Obgleich es bei Fernsehspielen sonst nicht üblich ist. Schatten der Helden, 2, 1. Na du? Wie heißt du denn? Stefan Georg. Hast dich verlaufen? Was machst du denn hier? Ich warte auf meine Mutter. Wie heißt deine Mutter? Ich weiß nicht. Hast du aber einen schönen Bären hier? Hm? Komm. Die zwei setzen uns mal dahin. So. Man erzählt sich in Ungarn, man habe Julia nach ihrer Haftentlassung aus einem fahrenden Wagen ihren Jungen ihr zugeworfen. Das stimmt nicht. Sie kam erst 54 aus dem Gefängnis und da war der Junge schon 5 Jahre alt. Stimmt's? Erzähl mal, wie alt bist du? 7. 7, sagt er. Ist nicht zu machen. Sie werden verstehen, dass wir für die Rolle einen etwas reiferen Darsteller gewählt haben. Aber dennoch hoffe ich, werden Sie ihn als 5-Jährigen entgegennehmen. So, dann spiel mal deinem Bärchen. Janosch, Kada und viele andere
wurden ungefähr zur gleichen Zeit aus dem Gefängnis entlassen. Der Tod Stalins hat eine gewisse Atempause zur Folge. Rakoschi musste zurücktreten. Ein Mann namens Imre Nagy löste ihn als Ministerpräsident ab. Nach 18 Monaten aber war Rakoschi wieder oben auf. Aber in der Zwischenzeit hatte Nagy, wie, das werden wir nie erfahren, die Freilassung von 90.000 politischen Gefangenen erwirken können. Niemand wusste um die Rolle, die Kada im Prozess Reich wirklich gespielt hat. Und so brauchte er sich auch nicht allzu sehr zu fürchten. Er bekam sogar eine Stelle als Parteisekretär im 13. Bezirk von Budapest. Wie es Julia in den beiden Jahren erging, wissen wir nicht genau. Sie kam aus dem Gefängnis, sie nahm sich ein Zimmer in Budapest. Eine Zeit lang war sie tätig in einem Genossenschaftsladen. Dann bekam sie ihren Jungen. Komm, mein Kleiner. Ihren Jungen wieder. Kada besuchte sie. Werden den schönen Bären dir geschenkt, hm? Hör mal zu, Stefan, du bist ein vernünftiger Junge, ja? Ich muss dir was erzählen. Du heißt eigentlich gar nicht Stefan, weißt du? Das macht nichts. Hm? Und deine Mutter, die ist auch nicht mehr so hübsch wie früher, weißt du? Die ist überhaupt in vielem nicht mehr so wie früher. Ich glaube, du erinnerst dich gar nicht mehr so recht an deine Mutter. Hä? Schadet aber nichts. Weißt du, jetzt erinnern sich viele Menschen nicht mehr so recht an sie. Aber eines Tages, da wird man sich wieder überall an sie erinnern. Auf der ganzen Welt. Na komm. Zieh dich jetzt aus. Ich muss das Geschirr spülen. Also fang an, Liebling. Es ist schon spät. Warum müssen wir immer Kraut essen? Bald kommt der Frühling, dann gibt es vielleicht etwas anderes, aber jetzt gibt es nichts weiter. Also zieh die Schuhe aus. Freust du dich auf den Frühling? Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, werden wir aufs Dach steigen und zuschauen, wie die Sonne untergeht. Wirst du dann früher nach Hause kommen? Nein, ich fürchte, ich werde nicht früher nach Hause kommen, aber die Sonne wird länger scheinen. Wir haben zwei Schuhe. Ich muss doch arbeiten, Liebling. Die Frau hat Fleisch ins Kraut getan. Glatzi, ich gehe um 7 Uhr früh ins Geschäft und komme um 7 Uhr abends nach Hause, kaufe ein, was wir uns nur leisten können. Willst du, dass ich stehlen soll? Bald kommt der Frühling, dann wird sicher alles besser. Warum ist es im Frühling besser? Liebling, du wirst doch nicht mit einem Schuh ins Bett gehen. Zieh dich aus, ich komme gleich zurück. Komm, ich werde dir beim Ausziehen helfen. Ich will mich nicht aus. Aber wir müssen uns ausziehen. Ich will mich nicht aus. Aber das müssen alle Leute. Ich will nicht, ich will nicht. Du tust mir weh. Mutter hat dir nicht wehgetan. Du bist nicht meine Mutter. Ich bin deine Mutter. Du hast mir wehgetan. Ich habe dir nicht wehgetan. Ich will mich nicht ausziehen. Was ist los mit dir, Liebling? Gut, ich bin größer als du und wenn du dich nicht ausziehst, dann muss ich dich eben ausziehen. Hör auf damit! Was passiert? Du bist voller Striemen. Was ist geschehen? Mein Gott, mein Gott. Sag deiner Mutter, was geschehen ist. Ich hab keine Mutter. Doch, du hast eine Mutter. Sie hat dich lieb und will für dich sorgen, aber du musst ihr sagen, was geschehen ist, weil sie es nicht weiß. Du musst es ihr sagen, Lazzi.
Mein Name ist nicht Latz, ich heiße Stefan. Stefan Georg. Wann ist große Buben? Von der Gorki-Schule? Wie weißt du das? Mütter sollen alles wissen. Jemand hat es dir gesagt. Was hast du gesagt, als dich die großen Buben nach deinem Namen fragten? Ich sagte, ich bin Laszlo Reik. Womit haben sie dich geschlagen? Mit Stöcken. Latzi, Latzi. Ich möchte nicht Laszlo Reik sein. Ich will kein faschistischer Bastard sein. Ich will nicht Laszlo Reik sein. Vielleicht muss man sich nicht jeden Abend ausziehen. Nur fast jeden. Wo ist deine Hand? Er hat dich geliebt, Latzi. Ich glaube, auf seine Art liebt er alle Menschen, aber dich hat er am allermeisten geliebt, weil du sein Sohn warst. Ich will zurück zu der Frau. Ich werde versuchen, früher nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, aber ich werde es versuchen. Oh, mein Engel. Eines Tages wirst du sehr stolz darauf sein, dass du Laszlo Reik bist. Komm. Ich habe nicht gedacht, dass ich dich jemals wiederfinden werde, Julia. Schau, dass du hinauskommst. Können wir hier sprechen? Nein. Ich habe alles getan, was ich konnte, um ein Wiedersehen zu vermeiden, Julia. Aber jetzt bin ich hier. Es wird jetzt alles viel besser, Julia. Komm einmal am Tag vorbei und vergiss nicht, das Latzi zu sagen. Du wohnst hier nicht einmal so schlecht, wenn du ein Fenster hättest. Es ist nicht viel anders als das Zimmer, in dem du mit Latzi während des Krieges gewohnt hast. Ich finde es anders. So habe ich das doch nicht gemeint. Warum bist du gekommen? Ich dachte, du möchtest mich vielleicht irgendetwas fragen. Ja. Was mache ich mit deinem Patenkind? Es wird ja jetzt alles viel besser, Julia. Früher oder später die Veränderungen. Warum in Gottes Namen wolltest du mich sehen? Ich musste der Hinrichtung als Zeuge beiwohnen. Du hast sicher davon gehört. Ich habe es gehört. Aber warum musst du es mir sagen? Ich war betrunken. Ich weiß es nicht. Ich möchte dich etwas fragen. Wie kannst du wieder für die Partei arbeiten? Ich bin ein guter Kommunist. Gibt es so etwas? Sag das nicht, Julia. Latzi war ein guter Kommunist. War er das? Aber nur weil eine große Sache für kurze Zeit von ein paar schlechten Männern verdorben wurde. Oder hat eine schlechte Sache für alle Ewigkeit mehr gute Männer verdorben, als du nennen kannst? Das glaubst du doch nicht, Julia. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, was ich glaube. Julia, wenn wir aufhören würden, an die Partei zu glauben, welche Rechtfertigung gäbe es dann überhaupt für irgendetwas? Wenn wir nicht für ein höheres Ziel gewirkt haben, Julia, dann sind wir ganz gewöhnliche Verbrecher, weiter nichts. Gut. Wenn wir ganz gewöhnliche Verbrecher sind... Nein, du hast nicht solche Dinge zu verantworten wie manche von uns. Ich habe einen toten Mann.
Warum ist er gestorben? Für was hat er gestanden? Für die Partei oder für was? Er ist tot, Sie haben ihn umgebracht, das ist alles, was ich weiß. Alles Übrige ist ein Geheimnis. Ich kann nicht an die Partei glauben. Nicht einmal, um mir eine Rechtfertigung für seinen Tod zu verschaffen. Ich muss an die Partei glauben, Julia. Ich will nichts als meinen Frieden, Janosch. Das ist alles. Vier Wände, mein Kind und die Wahrheit in mir. Ich brauche kein Fenster, ich will nicht hinausschauen. Julia, aber ich muss an die Partei glauben. Ich habe ihn verraten. Wer hat das nicht? Ich bin in die Andraschi-Straße zu ihm gegangen, damals als er noch dort war. Ich habe ihm gesagt, dass er zum Tode verurteilt wird, wenn er gesteht. Dass die Hinrichtung zwar bekannt gegeben, aber nicht vollzogen wird. Dass man ihn auf die Krim schicken wird und dass du dort zu ihm kommen wirst, du und das Kind. Und dass ihr ein neues Leben anfangen werdet unter einem anderen Namen. Das hast du erfunden, Janosch. Wenn es wahr wäre, würdest du es mir nicht sagen. Wenn es nicht wahr wäre, ich hätte so etwas nicht erfinden können. Ich hätte es nicht geglaubt, Janosch. Hat er es geglaubt? Ich weiß nicht. Aber er hat gestanden. Wusstest du damals, wie es ausgehen wird? Ich weiß nicht, ob ich es wusste oder nicht. Sprichst du die volle Wahrheit? Ja. Und jetzt sag alles, was du willst über mich, ich verdiene es. Ich habe nicht die Absicht, dein Gewissen durch Anklagen zu erleichtern. Ich überlasse anderen das Vorrecht, dir zu sagen, was du bist. Geh von hier so unglücklich, wie du gekommen bist. Alles ist gut, Liebling. Deine Mutter ist hier. Liebling, Liebling, deine Mutter ist hier. Julia, wenn ich nicht mehr an die Partei glauben würde, was könnte ich tun? Probier's und find es heraus. Ich muss an die Partei glauben. Ich muss. Kann das nicht alles allein mit mir herumtragen. Schrei es heraus. Sag es Ungarn. Sag es noch anderen, nicht nur der Witwe. Im Frühjahr 56 erhoben sich seltsame Stimmen. Aber die Stimme von Kada war nicht darunter. Er schwieg noch immer. Haben Sie nicht richtig gehört? Über Khrushchev? Das würden Sie sicher schon auf ins Wahnsinn. Khrushchev hat Stalin angeklagt. Was für ein Schäden? Nehmen Sie den Fall Heuk. Wie werden Sie sich jetzt dazu stellen? Ich weiß nicht. Aber noch einen Winter kann ich nicht überstehen. Ich habe genug. Ich habe genug. Psst. Nicht so laut. Nicht so laut. Was höre ich über den Fall Heuk? Wir müssen Heuk rehabilitieren. Ich habe keine besondere Verantwortung im Fall Heuk. Ach, nimm eine Pille. Es sieht so aus, als hätte es Verletzungen der sozialistischen Legalität gegeben. Wir haben den Verletzungen der sozialistischen Legalität? An denen ist Gerber Peter schuld. Gerber Peter sitzt seit 1952 im Gefängnis. Schon vor vier Jahren haben wir die kriminelle Natur von Gerber Peters stalinistischen Exzessen erkannt. Genosse Peter wurde schon für alles verantwortlich gemacht, was in Ungarn seit dem letzten Türkeneinfall schiefgegangen ist. Er ist für unsere Zwecke unbrauchbar wie ein alter Schuh. Ich warne dich, Genosse. Wenn jemand sagt, dass ich oder mein Sohn eine besondere Verantwortung gehabt hätten. Raus mit der Schande, geh mir aus den Augen. Die Delegation der Stahlarbeiter von der Chapel-Insel, sie machen Schwierigkeiten. Wirf sie hinaus. Wirf sie hinaus! Sie verlangen, dass Janosch Kada wieder ins Zentralkomitee aufgenommen wird. Aber sag ihnen, sie sollen dieses Prachtstück in einen Schmelzofen stecken. Mach das nicht wieder. Willst du mir einen Herzanfall einjagen? Ach, dieser Bauernbastard. Gib Acht, was du sagst. Ich bin Schander Horvath, Frau Reuk.
Genosse Gerö hat mir befohlen, Sie aufzusuchen. Warum sollte Genosse Gerö Ihnen befehlen, mich aufzusuchen? Das Zentralkomitee wollte, dass ich nachsehe, wie es Ihnen geht. Und ob ich etwas für Sie tun könnte. Seit wann wohnen Sie hier? Haben Sie nur diesen einen Raum? Er hat nicht einmal ein Fenster. Es gefällt mir hier. Sagen Sie das nicht, das ist ja unmöglich. Ich werde es im Komitee zur Sprache bringen. Sie müssen eine bessere Wohnung bekommen. Eine Villa? Sagen Sie dem Zentralkomitee, es soll sich zum Teufel scheren. Wie bitte? Ach, ich nehme es Ihnen nicht übel. Nehme es Ihnen wirklich nicht übel, Frau Reuk. Ich kam, um Sie zu fragen, ob Sie Interesse daran hätten, öffentlich zu sprechen. Würden Sie das tun? Was? Ich sagte, ich würde gerne wissen, ob Sie öffentlich sprechen möchten, über das, was Sie mitgemacht haben. Die Schuld für dieses Loch liegt wirklich bei uns. Eine Frau von Ihrem Format und der Sohn von Laszlo Reik. Ich bin sicher, dass Sie sogar Hunger leiden. Diese Tatsachen müssen ans Licht kommen. Glaubt ihr wirklich, dass ein so junger Mensch wie Sie mich einfangen kann? Das ist beleidigend. Ich verstehe nicht. Sie einfangen? Ehrlich gesagt, die Partei macht zu viele Fehler. Es wird gefährlich. Es gibt tausende Fälle wie Ihre. Alles, was wir wollen, ist, Sie ans Licht bringen. Während die Geheimpolizei mitschreibt? Nein, 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 bitte hören Sie zu. Mit voller Zustimmung des Zentralkomitees wird der Pertöffi-Club reaktiviert. Er besteht vorwiegend aus Schriftstellern und Intellektuellen. Viele von Ihnen haben die gleichen Klagen wie Sie. Sie werden sie voller Verständnis und Mitgefühl finden. Im Namen des Zentralkomitees lade ich Sie ein, an einem Abend des kommenden Monats im Pertöffi-Club zu sprechen. Wer schreibt meine Rede? Sie sagen, was Sie sagen wollen. Erzählen Sie, was Sie durchgemacht haben. Sie können auch über Ihre Haft sprechen, über die Zustände in den Gefängnissen, wie Sie die Polizei behandelt hat, über alles, Frau Reik, was Ihnen Anlass zur Beschwerde gegen den Staat gibt. Es wäre uns natürlich lieb, wenn Sie davon absehen könnten, über den Fall Ihres Mannes zu sprechen. Vielleicht später einmal. Ja. Aber sonst über alles, Frau Reik, was Sie auf dem Herzen haben. Wir wollen Sie wieder glücklich sehen. Wir wollen, dass alle glücklicher werden. Nachdem Sie gesprochen haben, werden wir sehen, ob wir nicht eine bessere Wohnung für Sie finden können. Ich verstehe. Ich werde es mir überlegen. Vielen Dank, Genossin. Die Partei dankt Ihnen. Julia sprach. Sie sprach am Abend des 19. Juni 1956. Und nur weil sie gesprochen hatte, kam es eine Woche später zu jener denkwürdigen Versammlung des Pertöffi-Clubs, in der im Allgemeinen als die Geburtsstunde der ungarischen Revolution bezeichnet wird. Aber es ist die besondere Aufgabe dieses Stückes, aktenkundig zu machen, dass es niemals zu dieser Versammlung gekommen wäre, wenn nicht 8 Tage vorher eben eine einsame Frau ihre Stimme erhoben hätte, mit der Wirkung, dass die Welt nun nie mehr ganz so sein wird wie vorher. Eine Menge Redner meldeten sich zu Wort. Bitte, kommen Sie. Es sprach ein Mitglied des Zentralkomitees, darf ich bitten, Genosse. Wir von der Ungarischen Arbeiterpartei müssen von unseren geliebten Genossen der Sowjetunion, die im Februar zu ihrem 20. Parteikongress zusammenkamen, manche schwere Lektion hinnehmen. Wie Genosse Chruschtschow so weise sagte, unsere Partei muss ein Herz haben. Wir müssen zugeben, dass wir angesichts der uns umzingelnden faschistisch-imperialistischen Kriegshetzer, leidenschaftlich wie wir waren im Sozialismus, verführt durch den Genossen Stalin, gelegentlich von den Grundsätzen der sozialistischen Legalität abgewichen sind. Das genügt uns. Danke, danke, Thomas. Es sprach ein junger Student. Darf ich mal, wo ist der junge Mann? Ich glaube, Sie waren es, ja? Wollen Sie bitte? So. Darf ich mal sehen? Ich glaube, es wird genügen, wenn Sie in der Mitte anfangen wollen. Ja, bitte. Also, ich meine nicht, dass es der Fehler von jemandem Bestimmten ist. Aber so ist es.
Wenn man keinen Vater hat, der in der Partei wäre, ist ja dann... Dann kommt man einfach nicht an die Universität. Das ist ein Unrecht. Ich möchte damit sagen, mein Vater ist niemand. Und der einzige Grund, warum ich an der Universität zugelassen wurde, weil vor einigen Jahren, als Genosse Naatsch Ministerpräsident war... Gut, hab keine Angst. Sprich weiter. Also... Als Genosse Naatsch Ministerpräsident war, eine kurze Zeit lang war alles in Ordnung und ich kam auf die Universität. Dann, ich weiß nicht, was passiert ist, sicher war niemand besonders daran schuld, aber es änderte sich wieder alles zum Schlechten. Ich wäre heute Abend nicht hier. Ich hätte nicht den Mut dazu, nur ich soll Freitag hinausgeworfen werden. Du wirst die Universität nicht verlassen, junger Mann. Wirklich? Meinen Sie das im Ernst, Genosse? Vielen Dank, Genosse. Frau Julia Reuk. Worüber soll ich reden? Bestimmen Sie oder ich? Sagen Sie, was Sie sagen wollen, Genosse. Ich bin so viel Raum nicht gewohnt. Sie wissen und ich weiß, wozu ich hier bin. Man stellt mich hier aus wie eine Ware im Schaufenster. Aber im Geschäft drinnen gibt es nichts. Sie erwarten von mir, glaube ich, dass ich erzähle, wie ich lebe. Aber lebt einer von Ihnen anders? Oder vielleicht soll ich über Gefängnisse reden. Ist jemand hier, der nicht im Gefängnis war? Es müssen doch einige hier sein, die nicht drinnen waren. Ich nehme an, Sie sind zu stolz oder zu beschämt, es zuzugeben. Ihr habt alle eure Instruktionen bekommen, was? Schade. So eine Gelegenheit. Ich wünschte, ich hätte mehr zu klagen. Aber vielleicht geht es mir auch besser als vielen, die vor mir stehen. Ich hatte einen Mann, der mich liebte. Ich habe einen Sohn, der ihm gleicht. Und wie ich glaube, anfängt, mir zu vertrauen und mich eines Tages, so hoffe ich, lieben wird. Habe ich Grund, mich zu beschweren? Ich hatte in meiner Jugend eine Sendung. Die Sache der Anständigkeit und Gerechtigkeit hatte mich begeistert und entflammt. Was galten Schmerz, Gefahr, Tod? Für einen jungen Menschen mit einem solchen Glauben. Kann ich mich darüber beschweren? Ich habe wunderbare Zeiten erlebt. In meinem Herzen leben viele Helden. Und ich kann nur über das eine klagen, wenn ich in den Spiegel schaue und weine und mich frage, wo ist dieses junge Mädchen? Doch könnte ich weiter fragen, wer hat meinen Mann umgebracht? Ihr habt meinen Mann umgebracht! Ich nehme keinen von euch aus. Ihr seid alle gemeinsam schuldig. Ihr habt meinen Mann umgebracht. Und mit ihm jede Anständigkeit, jede Gerechtigkeit, jede Hoffnung in Ungarn. Ihr!
Als eine Woche später der Petöfi-Club sich wieder versammelte, stürmten 5000 Menschen die Halle. Es sprachen Publizisten, Dichter, Journalisten. Es war eine der heißesten Nächte des Jahres, aber man blieb bis 3 Uhr morgens zusammen. Und noch um 10 Uhr hörte man Rufe: Nieder mit der Regierung! Es lebe Ungarn! Erne! Erne! Was ist los mit der Polizei? 1000 waren in der Halle, 4000 standen draußen. Sind wir gefesselt? Sind wir hilflos? Regiert eine Regierung? Sind wir wahnsinnig geworden? Hängt alle, die gesprochen haben! Ist für Julia Reuk hängen, sie hat als Erste gesprochen. Was willst du tun? Finde Reuks Leiche, veranstalte eine Beerdigung, gib ihm etwas. Das ist heller Wahnsinn! Ich wäre vorsichtig, was ich sage. Ja, nö. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Das Zentralkomitee verlangt Kadar. Kadar? Kadar? Genosse Rakoschi? Genossen, ich spreche im Namen der Majorität des Zentralkomitees. Ich spreche ungern. Ich habe keine Lust auf einen hohen Posten. Ach du heuchlerischer Schurke. Ich habe keinen solchen Ehrgeiz. Ich würde aus eigener freier Wahl viel lieber im Verborgenen bleiben für immer. Aber die Partei ist in Not und ich glaube an die Partei. Ich muss an die Partei glauben. Die Mehrheit der Parteimitglieder fordert die Rückkehr von Imre Nagy. Das Komitee sieht darin eine Gefahr. Die Majorität ist der Meinung, dass diese Forderung abgebogen werden kann, wenn du zurücktrittst und ich dich ersetze. Was dein Werk wäre? Harkasch. Wir sind dasselbe Zentralkomitee wie 1949. Willst du, dass wir die Gewalt über die Partei verlieren? Niemand glaubt, dass ich Reuk verteidigt habe. Aber jeder weiß, dass Kadar ihn verteidigt hat. Du hast ihn dafür sogar ins Gefängnis gesteckt. Zeig ihm doch deine Hand, Janosch. Aber fahr doch dein eigenes Sohn. Ich werde über Radio Budapest sprechen. Ich werde bezeugen, dass Janosch Kadar Laszlo Reuk verteidigt hat. Ich kann ihn zitieren. Ich kann seine eigenen Worte wiedergeben. Tritt auf, Rakoschi! Es wird also Genosse Arbeiter sein, der eure kleinen weißen Hälse rettet. Das Komitee hat Reuk für schuldig gehalten. Es ist eine Sache der Gerechtigkeit. Ich klage dich an, Janosch Kadar, als den Mann, der Laszlo Reuk persönlich betrogen hat. Das ist eine Lüge! Zurück, Rakoschi! Tritt doch zurück, Matjas. Auf dem Tisch war ein Tonbandgerät. 10 Mitglieder des Zentralkomitees waren anwesend. Also 10 lebende Zeugen. Julia, geht es besser? Es geht dir viel besser. Wo haben Sie sie hingebracht? In die Föhuza. Das ist Janosch Kadar in seinem Gespräch mit Laszlo Reuk in Reuks Zelle in der Andraschi-Straße im Sommer 1949. Ach, Waisenanstalt. Das ist ein Schwindel. Das ist eine Fälschung. Hast du das gesehen? Nein, aber ich habe Berichte. Nur, dass Sie ihm einen anderen Namen gegeben haben. Warum haben Sie ihm einen anderen Namen gegeben? Sein Name ist Laszlo Reuk. Wie lange werden Sie es noch von Julia fernhalten? Wie lange muss sie noch im Gefängnis bleiben? Ich weiß es nicht, Lazi. Nein! Loslassen auch! Ich lass mich loslassen! Glaubt noch jemand außer Janosch Kadar, dass das da ein Schwindel ist? Willst du hören? Leg ein Geständnis ab. Stelle dich dem Gericht, man wird dich schuldig finden. Man wird bekannt geben, dass du hingerichtet worden bist. Aber in Wirklichkeit kommst du auf die Krim. Julia wird freigelassen und sie bekommt ihr Kind zurück. Auf der Krim werdet ihr euch alle wiedersehen. Du erhältst einen Parteiposten irgendwo in der Sowjetunion. Und unter einem anderen Namen kannst du ein neues Leben beginnen. Wie soll ich das glauben? Glaubst du es? Ich gebe dir mein Wort. Weiß Julia davon? Aber kein Mensch darf es wissen. Die Weisung. Es war
ein Parteibefehl. Niemand gab ihm einen Befehl. Wir wollen es noch einmal spielen. Lazzi. Lieber Lazzi. Der Anfang muss euch in Gang sein, Genossen. Was tust du hier? Ich komme zu dir im Auftrag des Genossen Rakoschi. Geh! Raus! Lazzi, wir alle wissen, dass du unschuldig bist. Ironisch. Habe ich dich eingeladen, geh, du Ungeheuer. Hör mich an, Lazzi. Jedes einzelne Mitglied des Zentralkomitees weiß, dass du unschuldig bist. Julia, geht es besser? Es geht dir viel besser. Wo haben sie sie hingebracht? In die Föuza. Es ist höchst bedauerlich, Janosch, dass du gesagt hast, das ganze Komitee wüsste, dass er unschuldig ist. Das Ganze ist höchst bedauerlich. Am 16. Juli wurde Rakoschi abgelöst. 3 Tage später wurde er in ein Flugzeug nach Moskau gesetzt. Einige behaupten, mit Gewalt. Bis zu der Zeit, da dieses Stück geschrieben wurde, hat man nichts mehr von ihm gehört. Farkas wurde aus der Partei ausgestoßen. Kader nicht. Ihm wurde sogar gestattet, Mitglied des Zentralkomitees zu bleiben. Julia, was für eine angenehme Überraschung. Ich erhielt Anweisung zu kommen. Setz dich. Willst du mich verhaften? Bitte nimm Platz. Wir glauben, das Grab von Laszlo Rojk gefunden zu haben. Wir wollen, dass du die Leiche identifizierst. Warum ich? Wir möchten ihm ein Staatsbegräbnis geben. Er ist einer unserer wahrhaft großen Helden. Wir möchten ihn am Kerbisch-Friedhof begraben, wo er hingehört. Eine öffentliche Beerdigung? Nein, eine private. Ich fürchte, eine öffentliche ist nicht möglich. Wo hat man ihn gefunden? Draußen neben einer Landstraße am Stadtrand. Ich sage es ungern, aber er wurde mit 3 anderen in einer Lehmgrube begraben. Muss ich ihn identifizieren? Leider ja, ist dem Gesetz nach notwendig. Das Begräbnis könnte nicht stattfinden, wenn ich ihn nicht identifiziere? Richtig. Wann kannst du zum Grab hinauskommen? Eine öffentliche Beerdigung wäre mir lieber. Julia, das ist nicht möglich. Warum? Du weißt das ganz genau. Ich glaube nicht. Julia, ein öffentliches Begräbnis zu diesem so unruhigen Zeitpunkt, sie könnte in den Straßen enden mit Sowjettruppen, die die Ordnung aufrechterhalten. Tu mir das nicht an. An dich habe ich dabei nicht gedacht. Ein öffentliches Begräbnis wird es auf keinen Fall geben. Schlag dir das aus dem Kopf. Kannst du jetzt zum Grab hinauskommen? Wen würdet ihr einladen? Wir dachten, die Familie und einige Regierungsmitglieder. Wie viele? Sagen wir 40. Keinen seiner Freunde? Doch, natürlich einige. Wie viele? Sagen wir 10. Das scheint mir zu wenig. Es ist mir klar, dass nicht viele seiner Freunde übrig geblieben sind, aber es müssen mehr als 10 sein. Sagen wir so, wir werden ebenso viele Regierungsmitglieder und Parteiführer einladen wie Freunde deines Mannes. Bist du damit zufrieden? Wird eine Ehrengarde gestellt? Natürlich, ist ein Staatsbegräbnis. Wird sie 24 Stunden vor Beginn der Feierlichkeit antreten? Das sind Einzelheiten. Wir wollen sie gleich festlegen. Ja, natürlich. Die Ehrenwache wird 24 Stunden vorher antreten. Wirst du an der Ehrenwache teilnehmen? Ja. Wo hält sich Genosse Peter gegenwärtig auf? Julia, das ist einfach unmöglich. Vielleicht bin ich unvernünftig. Wird Genosse Farkas mit Sohn da sein? Sollten sie nicht dabei sein? Sie wurden aus der Partei ausgeschlossen. Ja, ich weiß. Ich glaube, die Sterblichkeit in der Partei
ist noch größer als unter den Freunden meines Mannes. Was versuchst du mit mir zu treiben, Julia? Ich bin nur ein bisschen verrückt. Sie haben alle kein Gesicht. Und jeder hatte seine Hand im Spiel. Ich werde dir meine Liste geben und du stellst die deine zusammen. Ich hoffe, damit sind wir uns einig. Genosse Kader? Genosse Kader wird als Freund deines Mannes oder als Parteimitglied in der Ehrenwache stehen. Bist du jetzt zufrieden? Nein. Ich glaube, ich ziehe doch eine öffentliche Beerdigung vor. Wir haben uns geeinigt. Die Beerdigung wird privat sein. Ich habe es mir überlegt. Ich hätte nicht den Mut, seinen Leichnam zu sehen, wenn die Beerdigung nicht öffentlich ist. Wenn du ein paar Tage nachdenken willst, ich habe keine Eile. Bitte setz dich! Willst du den Staat erpressen? Oh nein. Es müsste doch jeder Mensch verstehen, dass ich zögere, seine Leiche zu sehen. Spiel nicht die Zimperliche! Julia, es muss dir doch an einem Staatsbegräbnis etwas liegen. Natürlich. Öffentlich oder privat. Laszlo Rajk hat einen Sohn. Es muss dir was bedeuten, dass man seinen Vater ehrt. Es bedeutet mir sehr viel. Die Partei gesteht ihren Irrtum ein. Wir holen den Leichnam aus einem Verbrechergrab, um ihn neben den Helden Ungarns am Kerbisch-Friedhof zu begraben. Ist das nicht genug? Es wäre mir lieber, ihr würdet es angesichts aller Öffentlichkeit tun. Nicht nur so unter euch. Es wird überhaupt kein Begräbnis geben! Wenn das deine Entscheidung ist... Setz dich! Ein öffentliches Begräbnis ist eine politische Unmöglichkeit. Dann erübrigt sich jede weitere Diskussion. Die gesetzliche Formalität der Identifizierung des Leichnams könnte umgangen werden. Davon bin ich überzeugt. Aber wird es nicht merkwürdig aussehen, wenn die Witwe nicht zur Beerdigung kommt? Das ganze Begräbnis ist keine unumgängliche Notwendigkeit. Ich plante es als großzügige Geste. Du würdest es nicht einen Augenblick lang erwogen haben, wenn du nicht dazu gezwungen wärst. Bist du so sicher? Ich war mir überhaupt nicht sicher. Erst als du mir in so vielen Punkten nachgabst, wusste ich, woran ich bin. Du berechnende alte Betrügerin, du stellst mir Fallen. Ja, man lernt. Wir hätten dich zusammen mit deinem Mann hängen sollen. Endlich eine Sprache, die ich verstehe. Was bist du für eine Frau? Das weiß ich nicht. Nicht mehr. Es wäre dumm, deine Verbitterung nicht zu verstehen, aber was gewinnst du dabei? Oh, die größtmögliche Ehrung für einen großen Mann, der mich geliebt hat. Und eure größtmögliche Demütigung. Diese Rache trifft nicht nur mich, sie trifft auch die Partei. Die sie treffen soll. Das war ein offenes Wort. Verhafte mich. Das kann ich nicht. Das Begräbnis muss stattfinden. Ich gebe zu, dass wir dazu gezwungen sind. Aber wiege dich nicht in der Illusion, dass du nur eine geschwächte ungarische Partei herausforderst. Du stellst dich auch gegen den Willen der Sowjetunion. Jetzt haben sie dich aber wirklich am Kragen, Ernö. Hol dich der Teufel. Gleichfalls. Hol dich der Teufel, Genosse. Noch eine Frage. Du kennst die Parteigeschichte. Kannst du mir einen einzigen Menschen nennen, in einem kommunistischen Staat, der sich dem Willen der Partei widersetzt hat und damit davongekommen wäre? Auf die Dauer. Ich widersetze mich nicht. Ich will ein Begräbnis. Es kam schließlich zu einem Kompromiss. Es sollte also ein öffentliches Begräbnis stattfinden. Allerdings ohne Benachrichtigung der Öffentlichkeit. Ein Sarg mit den Überresten von Laszlo Rajk wurde im Mausoleum auf dem Kerepesch-Friedhof aufgebahrt. Gegen Abend, etwas unauffällig, traf dann die Ehrengarde ein, um seine Freunde und Mörder, um während der Nacht die Nachtwache zu halten. Und am nächsten Morgen, also am 6. Oktober 1956, sollte dann das Begräbnis sein. Das war also genau 17 Tage vor Ausbruch der Ungarischen Revolution. Ist der Mann, der dich anschaut, Mutter?
Viktor. Julia. Der Mann weint, Mutter. Ich habe viel über dich gehört, den ganzen Sommer lang, Janosch. Was? Über eine Szene im Zentralkomitee. Geredet. Das sind die vielen Männer, Mutter. Freunde. Sie waren alle Freunde deines Vaters. Wir gehen jetzt nach Hause, Lassli. Morgen früh kommen wir wieder. Es wird eine lange Nacht werden. Wir werden uns die Stunden teilen. Du hältst mit mir und der Hälfte von uns die erste Wache. Wir stehen zusammen? Wir haben uns alle hier versammelt zu einem gemeinsamen Zweck. Zur Ehre und dem Gedenken eines großen Genossen. Ich schlage vor, wir machen keine Unterschiede zwischen uns. Wir haben uns beraten und beschlossen, dass es welche gibt, mit denen wir nicht gemeinsam Wache stehen wollen. Bitte steh wo und mit wem du willst. Mit wem wachst du, Janosch? Du kannst mit uns stehen. Ich musste mit Ihnen stehen, Viktor. Ich hoffe, du hast das verstanden. Wach auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Das Recht wie Blut im Krater Herde nun mit Nacht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit dem Bedränger er das Sklaven, wach auf, wach auf. Ein Nichts zu sein tragt es nicht länger, alles zu werden strömt zu auf. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Und sie kamen. Obgleich nichts öffentlich bekannt gegeben wurde, kamen sie. Am 6. Oktober 1956 kamen 250.000 Menschen aus Budapest zum Begräbnis von Laszlo Rajk. Sie standen an seinem Sarg, sie sahen sich an, sie fanden einander. Segne Gott dein Lohn.
Am 23. Oktober um 8 Uhr abends hielt Erné Gerő über Radio Budapest eine Rede an die Nation. Liebe Genossen, werktätige Ungarns, die arbeitende Klasse hütet mit aller Eifersucht die herrlichen Errungenschaften unserer Volksrepublik. Niemand soll sie zerstören. Volksfeinde versuchen, die Macht der Arbeiterklasse zu untergraben. Sie versuchen, unsere freundschaftlichen Bande zur glorreichen kommunistischen Partei der Sowjetunion, der Partei Lenins, zu lösen. Wir verdammen alle faschistischen Propagateure. Wir verdammen alle diejenigen, die unseren werktätigen, garantierten demokratischen Freiheit missbrauchen. Den auszeig dich nicht in deinem Auftrag, Genosse! Sag, was du willst, den auszeig dich! Lotz ist der Ministerpräsident, du bist fertig! Fordere Sowjetruppen im Namen Lotz an! Los, geh! Los, jetzt! Jetzt! Sie kämpften den ganzen Mittwoch. Donnerstag siegten sie. Genosse Gerö, Sie sind erledigt. Wer übernimmt mein Amt? Genosse Kada. Was mit Gerö geschah, wissen wir nicht. Hier ist Radio Budapest. Wir wiederholen. Das Zentralkomitee der Ungarischen Arbeiterpartei hat heute Morgen den Genossen Erné Gerő seines Amtes als erster Sekretär enthoben. Bitte stellt eure Radioapparate in die Fenster. Der Genosse Erné Gerő ist heute Morgen seines Postes als erster Sekretär enthoben. Lobet den Schatten der Helden. Preiset die Erde. Preiset das Meer. Lobet Gott. Lobet die Freiheit. Preiset Ungarn. Ministerpräsident Nautsch wird von den Stufen des Parlaments zu euch sprechen. Viktor! Julia! Wie geht's den Kleinen? Servus, Lazica. Danke, gut. Komm mit uns Nautsch anhören. Hast du Geld, Julia? Nein. Brauchst du welches? Vielleicht kann ich dir Geld beschaffen, Julia. Wozu sollte ich Geld brauchen? Ich habe nie welches. Du solltest Ungarn verlassen. Viktor Babic, warum in aller Welt sollte ich Ungarn verlassen in einer solchen Zeit? Nicht, Lazzi, du bist geladen. Solange du noch die Möglichkeit dazu hast, Julia. Wirst du Ungarn verlassen? Ich bin doch nicht die Witwe von László Rajk. Ich bin auch nicht verantwortlich für seinen Sohn. Weißt du etwas? Nein. In dieser Zeit und in diesen Tagen weiß ich nicht mehr, als dass ich ein Ungar bin. Wahrscheinlich daran sterben werde und dass ich glücklich bin. Und von mir erwartest du, dass ich gehe? Einige von uns wissen, wer das Ganze angefangen hat. Da ist es doch nur vernünftig anzunehmen, dass die anderen es auch wissen. Niemand hat es angefangen. Das ist ja gerade das Wunderbare. Eine ganze Nation wurde zornig. Das war das Einzige, worauf sie keine Antwort finden konnte. Julia, du hast als Erste gesprochen und du hast die Beerdigung durchgesetzt, Wie Julia. Wie könnte ich dann davonlaufen? Es ist vorbei, wir haben gewonnen. Ja, im Augenblick. Sie können uns nichts mehr tun. Die ganze Welt sieht doch zu. Es ist unmöglich. Unmöglich.
Wenn es um das Unmögliche geht, du, da habe ich einen ungeheuren Respekt vor unseren Genossen von vorgestern. Ich möchte Imre hören. Komm, nein, sonst verpassen nein, wir ihn. Nein, bring doch den Jungen von Budapest weg. Bring ihn doch nach Wien für ein paar Tage wenigstens, bis wir wissen, wie es hier ausgeht, Julia. Weißt du etwas? Ja. Und zwar, dass sie sich Janosch Kadar als ihren Mann ausgesucht haben. Janosch, den einzigen Ungarn, der keinen Verrat mehr begehen kann, der dem, den er bereits begangen hat, auch nur gleichkommen könnte. Julia, ich bitte dich, ich beschaffe dir das Geld. Ja, danke. Aber weißt du, es fällt mir schwer zu glauben, dass was in 10 Millionen Menschen vorgegangen ist, nicht auch Janosch ergriffen hätte. Ein wenig. Ich kann nicht fort, Viktor. Darf ich als alter Freund und verbesserlicher Ungar. Leb wohl, Julia. Gott beschütze dich. Mutter? Ja, Lotzi. Was hat der Mann gesagt? Er hat nur gesagt, wie schön es ist, am Leben zu sein. Am folgenden Dienstag sprach Janosch Kadar über Radio Budapest. An diesem Tag hat der Ministerrat das Einparteisystem abgeschafft. Genossen, Freunde, ich möchte euch wissen lassen, dass alle Beschlüsse, die der Ministerrat heute herausgegeben hat, die volle Zustimmung der ungarischen kommunistischen Arbeiterpartei gefunden haben. Ich spreche jetzt zu Kommunisten. Genossen! Unsere Führung hat während der vergangenen Jahre unsere Partei in ein schlechtes Licht gebracht. Wir müssen uns von der Last ihrer Verbrechen befreien. Ich wende mich an jeden einzelnen Kommunisten mit der Bitte, ein Beispiel zu geben, das eines Kommunisten würdig ist. Nur so können wir die Achtung unserer Mitbürger zurückgewinnen. Am 1. November empfing der Ministerrat den Sowjetbotschafter Andropow. Diese Szene ist in jeder Hinsicht durch Zeugen bestätigt. Herr Andropow, haben Sie die Instruktionen Ihrer Regierung gehalten? Ja. Welche Haltung haben wir gegenüber unserem Beschluss, auf Ausschreibung freier Wahlen und die Einführung des Mehrparteiensystems zu erwarten? Meine Regierung nimmt lediglich ein freundschaftliches Interesse an den inneren Angelegenheiten der Ungarischen Volksrepublik. Ich habe gestern die Neutralität Ungarns und unseren Rücktritt aus dem Warschauer Pakt erklärt. Ich akzeptiere namens meiner Regierung diese Erklärung als Basis für Verhandlungen, die so bald wie möglich stattfinden sollten. Herr Botschafter, ich habe das Verlangen nach dem Abzug aller Sowjetstreitkräfte aus Ungarn gestellt. Wie lautet Ihre Instruktion zu diesem Punkt? Ich bin beauftragt, Sie zu informieren, dass unsere militärischen Befehlshaber bereit sind, übermorgen mit den Ihren über das genaue Datum des Abzuges und alle Einzelheiten zu verhandeln und mit Ihnen gemeinsam die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Verstehe ich Sie recht? Alle unsere Vorschläge sind annehmbar? Alle. Andropow, darf ich sprechen? Ja. Andropow, jeder hier in diesem Raum weiß, dass der Abzug der Sowjetstreitkräfte aus Ungarn das Ende des ungarischen Kommunismus bedeutet. Ich bin ein Kommunist. Alles, was ich getan habe und alles, was mir selbst geschehen ist, habe ich im Hinblick auf den Erfolg des Sozialismus gerechtfertigt. Andropow, der Tod der Partei in Ungarn, verstehen Sie mich, bedeutet meinen eigenen Tod. Aber Andropow, hören Sie mich an. Wenn Ihre Antworten nicht ehrlich sind, wenn das Ganze ein Täuschungsmanöver ist, wenn es zu irgendeinem Betrug, zu einer Täuschung kommt, wenn durch einen Gewaltakt der Wille des ungarischen Volkes gebrochen werden soll, dann, Andropow, werde ich an seiner Seite sterben. Ich werde mich euren Panzern in meinen Straßen entgegenstellen. Mit meinem Revolver! An diesem Abend sollte Kadar wieder über Radio Budapest sprechen. Julia hatte schon vor ihm gesprochen. Sie wartete auf ihn im Funkhaus und dann später
auf der Straße. Guten Abend, Janosch. Ich muss weg, ich habe noch eine... Sieh mich an, Janosch. Ich habe dich im Radio gehört. Und jemand hat mir erzählt, was heute im Ministerrat geschehen ist. Ich möchte dich nicht aufhalten. Ich schlage vor, du kommst an einem Abend zu mir. Ich werde ein paar alte Freunde einladen zu einer Flasche Wein. Julia, du solltest wissen, dass man mir nicht trauen darf, nur weil ich etwas sage. Ich habe nicht gesagt, dass ich dir traue. Ich bin ein Krüppel. Ich meine nicht nur meine Hand, ich bin ein Krüppel. Aber ich will es versuchen, nur gib mir Zeit. Es wird in Ungarn eine Generation lang Krüppel geben. Ich will es versuchen, aber bitte gib mir genügend Zeit. Ich glaube, jetzt im Moment könnte ich nicht. Ich kann dich kaum anschauen. Du sprichst von Freunden, denn ich... Keiner von uns versteht dieses ungeheure Erlebnis schon, plötzlich frei zu sein. Ohne jede Entschuldigung vor uns selbst. Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen. Ich verzeih dir nicht. Und ich vergesse nichts. Aber heute kann ich dir sagen, was ich dir damals nicht sagen konnte. Und wenn ich noch ein Kind wäre und noch eine Christin, könnte ich es besser sagen. Ich teile deine Schuld. Ich nehme meinen Teil auf mich. Es ist eine Last, die viele von uns werden tragen müssen. Alle, die sich für gute Kommunisten gehalten haben. Wir werden die Schuld auf uns nehmen. Sogar deine. Oh, Janosch. Ich weiß jetzt, wer du bist. Und warum du so bist. Nichts ist dir je unter die Haut gegangen. Nichts. Und trotzdem, willst du wieder eine Flasche Wein mit mir trinken? Ich will wieder eine Flasche Wein mit dir trinken. Mein Gott, Julia. Gibt es einen Weg zurück? Wäre das möglich? Was im VD-Genosse? Sowjetbotschaft. Das war am Donnerstag. Am Freitag herrschte über Kadas Verschwinden eine gewisse Beunruhigung. Am Sonnabendmorgen trafen sich die Militärkommandos. Und um 4 Uhr nachmittags hatten sich über jede Einzelheit des Abzugs der Sowjettruppen geeinigt. Ausgenommen den endgültigen Abzugstermin. General Maletter berichtete der ungarischen Regierung, dass man sich auch über diesen Punkt in Abendsitzungen noch leicht verständigen würde. Um 10 Uhr gab dann der Sowjetbefehlshaber für den ungarischen Stab ein Bankett im Sowjethauptquartier auf der Tschepel-Insel. Um Mitternacht war dieses Hauptquartier telefonisch nicht mehr zu erreichen, was aber niemanden sehr verwunderte, dass sich ja um ein russisches Bankett handelte. Was niemand wusste, war, dass Schlag Mitternacht General Serow
der Chef der Sowjetgeheimpolizei mit seinen Leuten die Banketthalle betrat und den gesamten Stab der ungarischen Armee verhaftete. Niemand wusste etwas bis 5 Uhr früh. Radio Budapest, Imre Nagy. Hier spricht Ministerpräsident Nagy. Sowjetische Streitkräfte haben heute Morgen unsere Hauptstadt angegriffen. Unsere Truppen stehen im Kampf. Ich gebe dies bekannt den Bewohnern unseres Landes, der ganzen Welt. In die jugoslawische Botschaft, Julia! Später am Morgen ertönte von irgendwo in Ungarn die Stimme von Janosch Kadar. Hier spricht Janosch Kadar. Brüder, Patrioten, Soldaten, Staatsbürger. Ich spreche zu euch als der neue Ministerpräsident der ungarischen Arbeiter- und Bauernregierung. Helft den Sowjetsoldaten. Sie sind eure Brüder. Schlagt die konterrevolutionären Banditen. Entwaffnet die faschistischen Gangster. Arbeiter, Bauern, lasst euch nicht irreführen. Der Sowjetsoldat ist euer Freund. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Außer Nagy und Julia fanden ungefähr noch 30 andere Personen Asyl in der jugoslawischen Botschaft. Nach zweiwöchigen Verhandlungen erhielten sie von Ministerpräsident Kadar schriftlich freies Geleit zugesichert. Das ist schriftlich, Julia, mit seiner persönlichen Unterschrift. Außerdem garantiert die ungarische Regierung Freiheit und Sicherheit nicht nur uns, sie legt die Verpflichtung dazu auch gegenüber der Bundesrepublik Jugoslawien fest. Ehrlosigkeit muss irgendwo ihre Grenzen haben. Und am Abend des 22. November, 6.30 Uhr, wurden sie dann von einem Autobus abgeholt. Wer sind Sie? Ich verlange es zu erfahren. Wer sind Sie?
Der Autobus fuhr zum Sowjet-Hauptquartier, wo zwei jugoslawische Beamte aus ihm entfernt wurden. Dann verließ er Budapest und wurde nicht mehr gesehen. Als dies Stück geschrieben wurde, befand sich Julia noch in russischer Haft. Vermutlich in Rumänien. Nach Ansicht ihrer Freunde kann eine Aufführung dieses Stückes, zu der sie keine Ermächtigung gab, ihre Situation nicht verschlimmern.